Ja. Boom! One of one. Eduardo Camara. One of one. Pedri. Alter Schwede, was denn jetzt hier hinten raus los? One of one. Pedri. Boom, die zweite heute. Guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen bei Top Trading Cards zu einem Ende der Woche, quasi ja schon, ja ich glaube, ihr seid jetzt schon im Wochenendmodus, ne? Also so die arbeitende Fraktion unter euch, oder gibt es dann irgendwelche Wochenendschichten, Nachtschichten, Sonderschichten, vielleicht auch gar keine Schichten, Antischicht. Also ich glaube, Hobolowski hat gesagt, da war ich noch gar nicht im Chat. Vielen, vielen Dank, Hobolowski. Ich habe nicht gesehen, in wievielten Monat. Vogel? 12. Ein Jahr Hobolowski. MK Cards im fünften Monat. Gaming Fix im vierten Monat. Moin. Vielen, vielen Dank an euch und an die Chubs. Ansonsten, ich sehe sie alle. Ich sehe Lisa, ich sehe Ratze, ich sehe Rolpi. Richie Collects, Paule, Stefan ist am Start. Socke, Werners Mofa, Marcel aus S04hausen. MH auch am Start, Alu Alex, Robster, Enrico subbt im 26. Nein, es ist, Enrico schreibt Moin und El Bambolo subbt im 26. Sorry Flo, ich hätte dir fast deine 26 Monate geklaut. Qualle, Jürgen ist am Start, Heusic, Maulwurf, Tomek, Sebi Rate, Grüße von der Abend. Zum Glück am Wochenende frei und somit nicht beim Klassiker am Arbeit, die drehen immer alle durch. El Feidi, danke für 15, sui. Du weißt, ich bin eher Messi. Wilma, denn sie will ja. Guten Tag, der Bochumer Junge. Hallo, Dodo San. Also Wilma, denn sie will ja heute am Start im Break, weiß ich. Dodo San ist auch am Start im Break. Antoine Apex, Momo Mumi, Smally Biggs, Ronaldo, Sebi, Pilli 1984. Erste Nachricht, guten Tag, Herr Pilli. Das Architekturbüro am Start, geil, euer Paket kommt morgen schon an, das heißt, ich kann gemütlich meine zwei EPL Prism aufmachen, jawohl, gib ihm und berichte gerne. Dax, guten Abend, Elodan, guten Abend, Danilo, schönen guten Tag, da ist Hobolowski, danke Hobolowski für dein Sub, direkt schon quasi vorm Streambeginn, kam ich erstmal nicht drauf klar, hab mich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ansonsten sind die letzten Tage echt anstrengend, boah, streichen und dies und das und dann noch 15 Millionen Lieferungen und dann plant man schon und boah, echt heftig. Guten Tag, Kicks. Gibt es noch einen Spot, fragt Drago. Spots hatten wir heute sowieso nicht, weil wir keine PYT oder RTB oder so gemacht haben. Im Shop ist, glaube ich, wenn es hochkommt, noch zwei NBA-Boxen. Der Rest wurde wieder brachial gewildert. LX Creates, guten Abend. Ansonsten, was ich euch sagen kann. Nächste Woche Decksammler High. Freitag ist Karfreitag, dann ist ja das Osterwochenende und Ostersonntag, nehmt euch nichts vor, weil Ostersonntag, grüezi wohl, danke dir Buschi für 19, Stefan danke dir für 8, weil Ostersonntag, da wird es einen mächtigen Stream geben. Ihr kennt unsere Weihnachten- und Silvester-Streams und es, ne, es wird in die Richtung geben. Mo Stalking, danke für 4, bedeutet... Wir werden da Bellingham-Sets anbieten. Nochmal die Merlin. Was kam dieses Jahr schon alles raus, was wir uns weggelegt haben? Ich weiß es nicht. Deko wird es geben. Simplicidad Knockout. Prism EPL. Wer weiß, was bis dahin sogar in der Woche noch kommt. Ich habe keine Ahnung. Dann auch hier dieses ganze NBA-Zeug. Herr der Ringe. Game of Thrones. Das Game of Thrones sehen wir heute auch wieder. Museum. Champions League wird es geben. Das wird eine ganz wilde Rutsche, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Also nächste Woche Sonntag, am Ostersonntag Chillstream plus Kaltgetränke, ich würde mal sagen Dosen, massiv.
Massive Doseneinfluss. Also mal gucken. Wir werden das über die Woche kommunizieren, wann es was in welchem Drop gibt. Das wird dann alles für diesen Sonntagabend sein. Wir werden die ganze Woche wahrscheinlich nicht streamen und bis dahin uns vorbereiten, weil wir eben nebenbei auch viel mit dem Büro zu tun haben. Aber Sonntagabend nächste Woche wird episch. Das kann ich schon mal sagen. Habe ich richtig Bock drauf. Ja, ansonsten werdet ihr die neuen Baseball-Sets bekommen. Baseball nicht buchen, mein Junge. Wahrscheinlich ist Baseball der einzige Sport, den ich nicht besorge. Also, Sebi Inside, heute durften wir endlich den kleinen Erling mit einem Gewicht von 6430 Gramm begrüßen. Ach schön, Erling ist da. Sebi, danke für 9. Abends ab wann? So 18 Uhr, 18.30 Uhr und dann Open End. Weil Ostermontag ist ja Feiertag. Alles hat zu. Open End. Wird crazy. Ich hatte in letzter Zeit noch nie die Chance, etwas Aktuelles zu kaufen für den Live-Break. Renaldo, du bist schon so lange dabei. Du warst nie dabei. Wenn du nächste Woche Sonntag im Livestream dabei sein möchtest, weil du noch nie dabei warst, biete ich dir jetzt an, du schreibst mir bei Discord eine Nachricht und wir klären das einfach so, dass du safe nächste Woche Sonntag dabei bist. Öffnest du sie im Stream, fragt Drago. Drago, wenn du jetzt eine Origins bestellst und mir sagst, obwohl du sie aus der NBA-Kategorie kaufst, du möchtest sie im Stream geöffnet haben, würde ich das machen. Möchtest du sie sealed nach Hause, schicke ich sie dir sealed. Wie du möchtest. Elias, guten Tag. Fakt ist doch eins. Heute gibt es den Stream. Ihr könnt ab jetzt Vogel sagen, der packt euch in die Reihenfolge. So viel sind das, glaube ich, heute gar nicht. Also vergleichsweise. Ja, dann muss ich abends arbeiten. An einem Ostersonntag abends arbeiten ist hart. Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Aber egal, dann ist Bilder gelaufen. Es wird trotzdem ein schöner Tag. Musst du dir dann VOD angucken. Wir feiern dann ein bisschen zusammen Ostern. Also, denk dran, nächste Woche Sonntag Abriss. Und echt heftige Sets, die wir so eigentlich zurücklegen. Das sind dann schon ich echt... Ich nehme nur Name und Postleitzahl, wie immer. Genau, Wilma, denn Sevilla Vogel kann sich nicht einen Namen merken. Du bist sowieso neu. Also Name, Postleitzahl und Vogel packt euch in die Reihenfolge. Der Erste, der es richtig macht, ist Ander. Ja, aber nimm Stefan H. mal bitte mit rein, weil der muss um 18.30 Uhr weg. Bis Tim dahin, steht auch. Ich weiß bis dahin nicht, schaffen Tim wir. LFC Tim. 18.30 Uhr ja, bis 9. Schaffen wir. Gut, schaffen wir. Wie viele Boxen sind es denn? Drago, was meinst du? Also ich meine in der Reihenfolge bisher, wie du siehst, noch keine. Es gibt jetzt den First Look von mir, dann gibt es noch einen First Look von mir und dann geht es in diese Reihenfolge. Also der Erste, der dann da ist, ist Stefan bzw. Erik, wenn Vogel Stefan mit reinnimmt. Dann Tim, also jetzt sind es schon 6, 7 ungefähr. Ich muss halt um 18.30 Uhr los, Drago. Dann, wenn du sie jetzt kaufst, dann wird es auf jeden Fall bis 18.30 Uhr klappen. Würde ich mal sagen. Also das wäre so der Gedanke dahinter. Wir machen es ja immer so. Ne? Also es gibt da ja auch keinen falsch und keinen richtig. Wir könnten es einfach nach Bestellreihenfolge, aber dann ist einer nicht da, ist auch kacke. Wir machen es einfach wie immer. Ihr meldet euch im Chat. Ihr müsst dann aber auch ein paar Minuten Geduld mitbringen. Hat immer gut geklappt, wird immer gut klappen. Fertig aus. So, also... Ich habe ja letztes Mal schon Origins geöffnet, die mega geil war. Leider hat FedEx da ein bisschen Stress gemacht und ich muss FedEx mitteilen wegen der Redemption. Nico, danke dir für 15 Monate. Wegen der Redemption, welchen Wert und Value, die machen da ein Fass auf, weil diese Maturin Rookie On-Card-Auto kommt schon. Ich hoffe, dass sie das hinkriegen. Die habe ich ja aus der Origins Hobby gezogen. Heute gibt es diese Origins H2 Hybrid, heißt die. Hi Tom, hi Maximilian. H2 Hybrid. Es ist möglich, Autogramme hier drin zu ziehen, aber auch nicht garantiert. Es sind 6 Packs A6 Karten, also insgesamt 36 Karten. 2 Parallels and 6 Insatz per Box und Average. Und vor allen Dingen hier Exclusive Snake heißen die Dinger, glaube ich. Alter Schwede, die müsst ihr euch mal reinziehen. Snake, stellt euch mal vor, so eine... Boah, geben wir uns jetzt auf jeden Fall. Wir machen hier den First Look, die sind nämlich neu gekommen die Woche. Wir werden heute aber auch 2 davon sehen, weil, glaube ich, Skip to My Lou Maximilian 2 davon hat.
Im Shop dürften jetzt, wie gesagt, nur noch eine hiervon sein, eine Court Kings und eine Donruss Elite. Der Rest ist ausverkauft. Nächste Woche Sonntag im Stream dann wieder in die volle. Also kann ich egal was im Shop kaufen und ihr öffnet das dann heute im Stream. Deko, nein. So läuft es dann ja. Der gute, wer hat denn eben gefragt? Drago hat gefragt. Der hat extra gefragt, wenn er die jetzt holen würde, würden wir das machen. Je nachdem, wie wir durchkommen, hinten raus sowieso. Drago habe ich gesagt, weil der Erste war, der gefragt hat, das würde gehen. Eigentlich alles aus der Live-Kategorie. Genau, immer eigentlich alles aus der Live-Kategorie. Aber wenn jetzt einer explizit fragt und wir schaffen es hinten raus noch, ich kaufe eine jetzt. Okay, Drago, gib alles, dann pack dich mein Bruder jetzt gleich, sobald du gekauft hast, in die Reihenfolge. Ich mache schon mal den Drucker an. The Real Cougar, danke für 4. Ja, okay, lass uns jetzt erstmal das Ding jetzt checken. Ich habe echt Bock, Decksammler, weiter, immer weiter, danke für 14. Hier, Big Bang and Snake Eyes. Das sind die Dinger, die man möchte. Da habe ich mega Bock drauf. Diese NBA-Karten zuletzt haben es mir leider auch angetan. Das wird nicht besser. Jetzt mal ehrlich, ne? Wie geil kann eine Verpackung aussehen? Panini Origins, ja. Puh, schon schön. Ich möchte eigentlich einfach nur Snake. Zehn von 10, extrem geil. Chet Holmgren, Rookie im Ersten. Also mega geil. Zwei Parallels, 6 Insert. Ja. Und die Chance auf Autos. Mega geil. Direkt den Rookie geballert. Jordan Poole. Origins ist Wahnsinn, oder? Direkt den nächsten Rookie, Trevor Keels. Da bin ich leider nicht im Bilde, welchen Pick er bekommen hat. Dann haben wir Anthony Edwards, den Ant-Man. Zieht euch das bitte rein. Also Leute, Magnum Ice Look. Alles zu heftig. Was ist das denn? Zieht euch diese Basketbälle. Ob ich das geil finde, weiß ich nicht. Das ist bestimmt ein Special irgendwas. Ja, muss ja so ein Exclusive Parallel sein. Und Katapult von Kawhi. Also das sind dann H2 Hobby Hybrid Special Insatz. Das gilt dann wohl für Kawhi und Damian Lillard. Aber wir haben einfach auch mit Holmgren gestartet. Und packe ich alles in meine bestehende NBA-Sammlung. Ich brauche einfach nur eine Snake, DeMar DeRozan. Aber ich denke mal, die will Skip to My Lou aka Maximilian haben. DeMar DeRozan. RJ Barrett. Joel Embiid. Dann Brandon Ingram. Hier kommt Nikola Jovic. Nikola Jokic gibt es. Und Miami hat jetzt einfach den Rookie Nikola Jovic. Und was ist das denn? Nucleus. Zion Williamson, Brandon Ingram und Dyson Daniels. Von den Pelicans. Nucleus. Woher kenne ich das denn? Ich glaube aus Halle. Ist das nicht aus Halle? Mahlzeit, guten Abend. Wie geht's euch? Ja, genau, das sind dann bestimmt alles Exclusive-Insatz. So gut wie. Jaden Ivey, auch richtig korrekter Rookie. Holmgren haben wir, Ivey haben wir. Dahinter kommt EJ Little, noch ein Rookie. Warum sind hier so viele Rookies drin? Ich sag's euch mal, wie es ist. Kate Cunningham nämlich auch mit Kustern. Ey, sag nicht. Kate Cunningham. Dalen Terry, nächster Rookie. Nächster Rookie ist Isaiah Mobley, Bruder von... Oh, Froggy, hola amigos. Ostern wird anders wild. Ja, Ostern wird wirklich anders wild, ja. Isaiah Mobley und... Euphoria Magic Johnson. Okay. Den kennen wir auch alle. Heute Lights Out Errorbox mit allen Gold... Mit allen... Nicht mit einem, mit allen. Ich hoffe, irgendwann taucht mal einer auf. Gerne bei uns. Auch bei eBay irgendwie noch. Kein Goldframe bisher. Ich hab schon... Hat der Tops-Arbeiter mitgenommen? Bitte nicht vergessen, ey. Ey, bis jetzt heftige Ausbeute, finde ich. Euphoria sind anders crazy. Geil, oder? Magic Johnson? Zwei Parallels irgendwie. Also zwei Numbers.
Ja. Ne, es gibt 6 Parallels steht drauf, ne? 6 Insert, 2 Parallels. Ach so. Ich brauche nur das Snake-Ding. Zach LaVine. Der nächste Rookie ist Jalen Williams. Auffällig viele Rookies in dem Produkt. Mike Conley. Paul George. Tyrese Halliburton. Zu 115. Und Taking the Leap. Jalen Williams Rookie Insert. Also, möglich, ja. Aber es gibt keine Quote. Autos sind möglich, steht auf der Box. Genau, allerdings, wie vorgesagt, ja. Random. Genau, random. Nicht so wie bei der Hobby, was war, eins garantiert, ne? Mhm. Aber scheiße, letztes Mal, die Origins hat es mir so angetan. Ich habe ein bisschen Bock auf NBA bekommen jetzt. Und da wir sie jetzt eh öffnen und das mich ja dann auch in irgendeiner Art und Weise weiterbildet, zwecks dem ganzen 22er, 23er Jahrgang, bin ich dabei. Williams ist mega gut. Bisher bin ich echt zufrieden. Das ist Jake LaRavia, Rookie, schon wieder einer. Anthony Davis, AD. Walker Kessler. KD, Kevin Durant. Das ist Dyson Daniels, der nächste Rookie. Und Katapult, DeMar DeRozan, ist, glaube ich, die zweite Katapult, die wir ziehen. Auf der Box drauf stand doch... 2 Parallels, 6 Insert. Ja, das meine ich aber nicht. Ja! Big Bang und Snake Eye. Ich glaube, die Dinger wollen wir haben. Snake Eye habe ich gesehen. Ey, so ein Design habt ihr noch nie gesehen. Deswegen einfach bitte Luka Doncic Snake Eye. Falls der in der Checklist vorhanden ist. Letzte. Boah, NBA macht leider viel zu viel Bock, ne? So, ziehen wir irgendwie ein Snake Eye, ziehen wir irgendwie ein Auto. Wir haben Jimmy Butler. Cole Anthony. Snake Eye sieht mir nicht danach aus. Ben Simmons. Musa Diabate. Donovan Mitchell. Und von den Lakers ein Katapult. Ja, Insert zu 99 Russell Westbrook. Wollte doch so ein Snake-Ding. Ich weiß, dass die wahrscheinlich ultra selten sind, aber ey, die Serie, ne? Das gesellt sich alles in unsere NBA-Sammlung. Macht mega Bock. Davon sehen wir heute noch zwei. Maximilian hat die sich gegönnt, da habe ich richtig Bock drauf. Also, Rookies ohne Ende, die 99er, also die beiden Numbers waren Halliburton und Russell Westbrook. Wir haben Taking the Leap, Rookie von Williams, Catapult Kawhi, Oregon's Euphoria Magic Johnson und die andere Catapults kam von DeMar DeRozan. Der einzige, der mir hier fehlt, ist der Number One Pick. Aber der ist selten. Der ist selten, ja. Der ist selten. Er hat keine Box gekauft. Nicht? Nee, er wollte eine kaufen, hat aber keine Box gekauft. Was ja auch gar kein Problem ist. Ich meine nur, du hast es angekündigt. Ich hätte dich jetzt in die Reihe. Schreibt ihm die Bestellung durch. Nein, ist definitiv nicht durch. Ich sehe das. Nee, ist nicht. Keine Bestellung. Die einzige, der bestellt hat, ist Markus. Der hat Zubehör bestellt. Vielen Dank, Markus. Dann würde ich sagen, bevor ich mit dieser First Look at Court Kings weitermache, gönnen wir uns jetzt erstmal den ersten Teilnehmer des Tages. Erik, Simplicidad, auf geht's. Erik, hast du nicht bei Rico, also bei Froggy, die One-of-One Auto Enzo Fernandes gezogen? Wisst ihr, wo man Topps Jersey Cards in Deutschland graden lassen kann? Fabian Beautiful, was genau meinst du mit Topps Jersey Cards? Okay. Also einfach Memorabilia-Karten mit einem Trikotstück enthalten. Ich weiß nicht, ob Gold-Standard-Grading Memorabilia-Karten gradet. Also bis zu welcher Dicke anfragen, genau. Bis zu welcher Dicke sie dort graden. Aber wenn du in Deutschland gradest, dann nur bei Gold-Standard-Grading. Und wenn du... Ja, habe ich. Ja.
Ich würde ehrlich gesagt das Ganze zu PSA schicken oder zu BGS und nicht in Deutschland graden, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Erik schreibt die 2. Auf geht's. Ritti schreibt bis 130 PT, ja, dann wird's ja definitiv passen. Also PSA oder BGS würde ich... Ja, kommen heute auch die Lights Out Boxen, Alpha Kevin, yes sir. Die kommen auch. Erik, auf geht's. Also nochmal an alle, die jetzt zusehen. Nehmt euch nächste Woche Ostersonntag frei. Da gibt's einen ganz wilden Abriss hier im Stream. Chill-Stream, Kaltgetränke und einen guten Mix aus allem, was so abgeht. Simplicity Dutch für Erik, der einfach, der hat eigentlich schon durchgespielt. Ne? Enzo Fernandes, One-of-One-Auto, viel besser wird es nicht. Noah Lang, Lautaro, Oberdorf, Bonmati, Leo. Also was soll da noch kommen? Viel Glück, Benza, schreibt. Vielen, vielen Dank, Benza, für die erste Nachricht. Sehr nett. Moin, Tilo und Birdman. Brr. Kennst du noch Birdman von früher? Mit Vorverkauf oder Leihshow? Ich tippe Vorverkauf. Vorverkauf, ja, definitiv Vorverkauf. Valverde, vielleicht abends, nachts auch live noch, je nachdem, was abgeht und wie wir Bock haben, aber erstmal natürlich Vorverkauf, weil wir auch echt exklusive Boxen, also was wie Bellingham und Deco und so, das kriegt man ja kaum, ne? Das stimmt nicht, Miquelio, das geht immer noch alles nach Amerika, er ist nur ein Vermittler. Genau. Also du hast recht, bei der Cardworld EU kannst du graden lassen, aber die schicken es trotzdem ja nach Amerika zu PSA. Also es ist nicht richtig, dass PSA jetzt in Europa sitzt. Ne? SBFL Chrome habe ich angefragt, warte ich drauf, war eben zum Beispiel nicht Teil des Gesprächs, scheiße. Ja, stimmt. Kann ich gleich mal noch eben eine WhatsApp schreiben und gebe euch Bescheid, High Stop Motion. Wir haben Carvalho, Xavi Hernandez, Pedri, Julian Alvarez und Salah. Jetzt entscheidet sich für Erik. Voll oder nicht voll, das ist hier die Frage. Es ist einfach, also ich ziehe dir kein Enzo. Gavi, Torre, De Bruyne, Asensio, Rooney. Ich würde sagen, wir gehen das hier an. Da ist dein Enzo Fernandez, aber was soll ich dir einen Rookie Enzo Fernandez präsentieren, based, wenn du das One-of-One-Auto hast? Die Non-Auto-One-of-One Kane, Joaquin, Villa und es ist eine Anzugfahrt, die zu 99. Ist der Weg ein jetzt leicht? Leroy, Robert Lewandowski, dass der Weg einem jetzt leichter ist. Ja, also wir machen das eh über Mittelsmann. Unser Weg, finde ich, ist der leichteste, den es gibt und auch der transparenteste. Also ich habe alles, was ich mir vorstellen kann. Figo und Kunku, bis auf eine Kleinigkeit, aber das gehört hier nicht hin. Und Pedri zu 99. Erik, ganz knapp vorbei an One-of-One-Auto. Wir haben 2 99er. Einmal Anzu und einmal Pedri, die Barca-Jünger. Ich danke wie immer fürs Mitmachen, Erik. Ich denke, du gehst jetzt erstmal in Rente. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Lass mich mal kurz eine WhatsApp schreiben und noch SBFL Chrome fragen. Dann machen wir weiter. Wo haben wir es? Da. Hast du bitte noch eine Info an ckspfl.com? Okay, haben wir mal gefragt. Macht jemand von den Mods die Top-Hits heute? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ein Mod da ist. Also jetzt aus. Sorry, Marcel. Also Jens ist definitiv nicht da. Stefan. Willst du erst wählen oder du? Stefan, möchtest du den TTC First Look machen oder machen wir es historisch? Oder wir machen den First Look und dann bist du dran. Wie hättest du es gerne? Die Chrome Lightbox gibt es morgen Ziel. Okay, jetzt ist durch. Ich gucke gleich sofort, Drago, und dann packen wir dich einfach rein. Mich ignorierst. Ach, André ist auch da. Sorry, habe ich nicht. Sorry, André. Schon die ganze Zeit. Elias ist da. Warte mal, was muss ich jetzt machen? Er hat doch Simple E durchgespielt, stimmt, Rico. Machst du, Tilo, den First Look so wie immer? Alles klar, wir machen den First Look. Das bedeutet,
Danke an Hals Maul für 18, Flo. Wir machen erstmal eine und Vogel und ich nehmen im Nachgang noch welche, okay? Also ich nehme einfach aus einem Stapel, damit ihr nicht denkt, hier, wobei sind ja Filler drin, ihr könnt uns nichts vorwerfen für alle Hater. Wir nehmen einfach die hier und dann geht's gleich los. Also Lights Out, sehen wir heute im Stream, ja, mit unseren so 15 Stück, würde ich schätzen. Was sagt ihr zu den neuen First Edition? Hab zwei gekauft, aber bin ich sicher, ob es ein Fehlkauf war. Weiß ich nicht. Ist okay. Guter Rookie-Jager, davon ja. Eine First Edition zu ja. Ziehen. Sind ja nur zwei Perils, aber ich glaube, ist okay. Wenn ich davon einziehe. Glaube ich auch. Das ist eine gute Checklist, tiefe Checklist. Vielleicht triffst du sogar im Nachgang noch ein Auto. Also ich glaube, da kann man sich nicht beschweren. Leute, ist mein Mikro heute zu laut oder geht das? Hi Anja, weil ich sehe den Ausschlag da oben. Also jetzt nicht Hautausschlag oder so. Roman, falls du Roman heißt, da Drago, dann kann ich dir bestätigen, es hat geklappt. Ich druck ihn nur einmal eben an. Was möchtest du? Oma. Ja, ich hatte mehr als Kind. In letzter Zeit. Er sitzt da unten. So, alles. Ey, es ist. Ich hab zu Vogel gesagt, wenn wir streamen, fängt die scheiß Sonne an zu scheinen. Also, ich mag die Sonne. Aber das ist kaum zu glauben, was hier passiert. Leckt mich am Arsch. Geht schon wieder los. Immer das Gleiche. Also, First Look haben wir jetzt gemacht von Origins H2 Hybrid. Ultra geil. Leider fehlte die Snake Skin. Ne, wie hieß die? Snake Eye? Jetzt Lights Out. Filler. Also wenn die drin sind, dürfte ja eigentlich, richtig, weil sonst wäre es ja doch schwerer, auch keine One-on-One da sein. Klingt für mich logisch. So, sieht man irgendwo, was kommt? Theo Pucher? Mit dich. Ja, ja, aber ist voll, ne? Das meine ich damit. Die Folie müsste man ja sonst sehen. Mick? Ich guck mal eben. Boah, die sind aber sehr dünn. Alter, sind die dünn. Was ist das denn für eine Kartendicke? Das ist ja... Die passen in 23 PT Magnetholder und haben Luft. Himmel! Das ist heftig. Die ist wunderschön. Verstappen, Tsunoda und Albon. 4 PT, echt jetzt heftig, oder? Der Look ist gut. Der Look ist geil, ja? Aber sehr, sehr dünn. Esteban Ocon, wieder Mick Schumacher. Dara Vula, Lando. Und Leclerc. Die Frage ist, warum gibt es auf der ganzen Welt, nicht bei eBay, nicht bei Facebook in Gruppen, nicht, dass ich da wäre, aber nirgendwo ein Goldframe. Warum hat noch keiner eine One-of-One gesehen? Weiß ich nicht. Hier ist irgendwas drin, definitiv. Weil es nur 62 gibt. Ja, ja gut, aber wie viele Boxen gibt es denn? Viele. Ja, schon, aber keine? Vogel, du weißt doch, die penetrieren doch die Scheiße immer. So ein kleiner Anteil. Boah, Alter, die Farbe sieht echt gut aus, aber One-of-One geht ja nicht. Nee. Scheiße. Wahrscheinlich selten, ja. Fuchs, du. Aston Martin. Danny Ricciardo. Boah, die sieht auch scharf aus. Scuderia Ferrari. Hauger und Liam Lawson. So, gehen wir rein in die ersten Numbers bei uns von Lights Out 2022. George Russell, coole Karte. Carlos Sainz. Iwasa. Der McLaren. Sergio Perez. Ja! Oh, nice. Schön. Aber übelste Schliere. Geht direkt was ist das hier?
Also Katze, da ist einer drüber gefahren. Als wäre einer, als wär er höchstpersönlich. Ja, gib mir mal ein Tuch. Hat einen Burnout gemacht. Nee, da ist richtig einer drüber. Schade. Boah, die ist eigentlich gut, ne? Aber was willst du mit so einer Karte machen? Die sind auch massiv. Also echt gut, aber was ist das denn? Das fuckt schon ab. PSA 10 sehe ich von hier. Schnauze. Race Used, das ist echt heftig. Hoffentlich nur ein Fehler von der Maschine und nicht die. Ansonsten Folien die so. Kartenqualität und der Fahrer auf jeden Fall genau PC. Alonso. Der Mercedes. Drugovic, da ist er. Ja, die ist heile. Leckt mich am Arsch. Aber wenn Verstappen drin ist, könnte ja noch eine Verstappen kommen, oder? Es ist eine 75 Mick Schumacher. Ja, wir sind keine großen Mick Schumacher. Die ist perfekt. Also nur. Einfach Pech gehabt. Pech gehabt, ja. Richtig Pech gehabt. Aber eigentlich musste man die behalten. Ja, die tue ich einfach so in Ordnung. Special Edition im Used Look. PSA hasst diesen Trick. Ja, ey, eigentlich ein geiler First Look, weil die Karte echt geil wäre. Die geht, das geht sonst so alles wie immer auf eBay. Wir suchen uns Verstappen und Hamilton raus und ab dafür. Liebe Leute, jetzt aber darf Stefan aus 6 Stück 3 wählen. Der hat nämlich 3-mal zugeschlagen. Wir drücken ihm die Daumen. Wir hoffen, dass wir hier heute die ersten weltweit sind, die einen Goldframe ziehen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich sag's jetzt einmal laut, dass sie nicht drin sind. Es tut mir leid, dass ich das laut gesagt habe, aber bevor ich nicht irgendwo jetzt mal einen sehe, so langsam wird's Zeit, schwingt diese Angst mit. Ich sag euch auch ganz ehrlich, ich werde für die Numbers jetzt 55 PT benutzen, weil da habe ich gerade schon echt gepresst. Und da wollen wir ja. Die sind dick, haben sie geschrieben. Ja. Ich bin in der Liste, right? Ja, so ist es. Vogel hat dich mit reingepackt. Du hast gesagt, du hast bis 18:30 Zeit, kriegen wir auf jeden Fall den in die 3. Die 4, nee, warte mal, die 1, die 3, warte, was haben wir denn jetzt? 1, 3, 4, 1, 3, 4, so Stefan, meine Fresse, hat auch noch WhatsApp gepiept, jetzt war ich außer. Okay. Müsste. Ach so. Also SPFL Chrome kommt gerade, die Info wird gerade nach Deutschland geschippt, wird sich zeitnah bei mir gemeldet, dann bezahle ich und dann kommt SPFL Chrome. Alles klar, Mauri, danke dir für dein Prime. Ich glaube, erstmalig, Mauri, ne? Vielen, vielen Dank. Das ist Stefan, der hat beide Game of Thrones Boxen. Ja. Alpha Kevin, auch dir vielen Dank für dein Prime. Ey, ist das jetzt wirklich. Das ist dann echt, ne? Jedes Mal, wenn so ein Ding kommt, weiß man ja, okay. Ich meine nicht, dass da jetzt in allen 3 Boxen One of One käme, das wissen wir. Aber gleichzeitig weißt du ja, wenn die Dinger nicht drin sind, hast du ein Frame, oder? Sogar. Ja, ist so. Tilo, bei uns hat das Opening geknallt. Ronaldo R9 Autograph zu 10 auf Heritage 98. Ernsthaft, das denn? Mit wem hast du denn geöffnet? Mit Kollegen oder was? Mauri sitzt neben mir. Waren das Boxen von uns? Bitte sag ja. Alter, wie geil ist das denn? Ronaldo Auto zu 10. Das hätte ich auch gerne, Dustin. Schenkst mir das? Fittipaldi, auf geht's, Stefan. Sainz. Danny Ricciardo. Charles Leclerc. Und der McLaren. Heftig. Vogel, Jürgen fragt auch an. Warte, ich bin erst noch da oben. Minzi, Grüße nach Arnsberg. Danke dir für 15 Monate, Jan. Heftiges Teil. Pierre auch wieder am Start. Mal schön, Pierre. Herzlich willkommen und vielen Dank für 17 Monate. Servus, EOS. Hallo, Nacho, Nico, Nechati. Wie geht's dir? Die Boxen waren direkt von Tops, also quasi von euch. Ja.
Gut raus, ja, danke, danke. Limitless, danke für 7. Max Verstappen, Sergio Perez. Was eigentlich die beiden? Meint ihr, der knallt die Saison noch oder ist das gesunder Konkurrenzkampf innerhalb eines Teams? Carlos Sainz, Darabula und der Rüssel. Vielen, vielen Dank, Leute. Oh, das denn nagelt erstmal 5 Dinge raus für L. Ivan, für Mars Gamer, für Madman Marcel, für Tingle Tangle und Waynesman. Vielen, vielen Dank, das denn. Und boah, schickst du mir gleich mal ein Foto bei Insta oder so, ne? Oder gerne auch bei Discord, wie du magst, weil Jesse, hi, Grüße aus Dortmund. Hey, Jesse, hast du ein bisschen Angst auch vor morgen Abend in München? Carlos Sainz, Charles, Haas und Oracle Red Bull Racing, den packe ich ein, weil feiere ich. So, jetzt pass auf, Stefan, auf geht's. Guyan Zhou, Hauger Dennis, Aston Martin, Alonso geht ganz schön gut ab diese Saison bis jetzt. Da ist Hamilton, starke Karte. Und da ist Lando Norris zu 75. Ey, so, die sind alle clean, Vogel, ne? Aber unsere war leider. Ja, was habe ich falsch reingegriffen? Wir machen ja heute noch mindestens 20 auf. Eigentlich mache ich das. Ja, eigentlich greift Vogel die Kackboxen ab, ja. Mit Verstappen kannst du keinen gesunden Konkurrenzkampf haben. Ja, der ist sehr vom Ehrgeiz zerfressen, aber das ist Formel-1-Fahrer. Ich finde, genauso muss es eigentlich sein. Also ich glaube, als Formel-1-Fahrer, klar, es gibt eine Konstrukteurswertung, solltest du aber nicht primär ans Team denken. Oder sehe ich das falsch? Weiß ich nicht. Aber Marcel, ich glaube, First Edition läuft sogar aus als On-Demand-Set. Ja. Nicht als Hobby-Set, oder? Das ist richtig. First Edition ist ein On-Demand-Set laut Liste. Trotzdem lagernd, ja. Aber ist lagernd, ja. Sollte relativ zeitnah bei euch ankommen. Ich hoffe auch zeitnah bei uns. Wartet mal, bist du im Stadion? Nein, bin ich nicht. Ich habe die Tochter morgen da. Wir haben noch einiges zu tun und guckt dann vorm Fernseher. Sebi Rated hat Sneak Peek auf den Klassiker angeschaut. Sebi Rated habe ich, glaube ich, nicht mal angeguckt. Diese Woche hatte ich gar keine Zeit für irgendwas. Ich glaube, dann haben wir ja schon mal. Wir machen weiter. Alonso, Kevin Magnussen. Das ist der Ferrari. Das ist die nächste Lewis. Dahinter ist es Sepp. Und zu 75 Hauger. Also 75, 75, das kennen wir ja. Das war bei uns eben anders. Deswegen war die andere auch abgefallen. Bei den meisten war sogar dieselbe Zahl vorne vor. Na, das ist heftig. Hast du jetzt nicht? 2x16 von 75? Doch, 2x16 von 75. Das ist Fakt nur manchmal. Dein erster Gegner und an dem du gemessen bist, ist immer dein Teamkollege. Mit dem Kopf durch die Wand sollte man ja auch nicht. Also, wir sehen Filler. Das könnte also gut sein, dass ich gleich, weil ich nicht gedacht hätte, dass wir hier für 75er brauchen. Nochmal, was geht ab, Marcel? Danke dir für 15 Monate. Lewis Hamilton. Alpine. Nochmal Hamilton. Was tippst du für das Spiel morgen? Nichts Gutes. Enzo Fittipaldi und Kevin Magnussen. Also ich hatte Hoffnungen mit Nagelsmann als Trainer, dass Dortmund da was reißt. Mit Tuchel, keine Ahnung welche Taktik, wer ihn da spielen lässt, wird super schwer für Dortmund. Ich glaube, die nehmen Dortmund morgen auseinander, sage ich als Dortmund-Fan. Ich habe zwar keinen Bock drauf, das zu sagen, aber es ist so eine Vermutung. Ich hoffe, ihr meldet euch bei mir und sagt, Tilo, deine Vermutung war aber echt daneben. Charles, Liam Lawson, George Russell, Carlos Sainz und Williams Racing. So, mal gucken, ob sich das jetzt wiederholt. Könntet, ja, warte, Vogel ist gerade auf Toilette. Vogel ist, ich war ja erkältet letzte Woche, ihr habt es ja mitbekommen im Stream. Ich habe ihn ein bisschen angesteckt. Der ist ganz schön am Arsch und hilft dann aber beim Streichen und so. Ich glaube, der ist erstmal durch mit der Thematik. Wenn der gleich wiederkommt, sage ich ihm Bescheid. Lewis Hamilton. Dann geht es in die Liste, Michael. Alpine, Leclerc, Perez, Alonso. Okay, starten wir hier mit Alfa Romeo, Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Mercedes AMG, hier Max Verstappen. Und eine 99er Drugovic. F-
Vogelgrippe, ja, exakt. Wäre auch zufrieden mit einem. Ja, unentschieden würde ich auch nehmen. Muss ja nicht ein Sieg sein. Ferrari, Sargent, Russell, Ju. Und ist das, was hatten wir hier? Wir hatten eine 20 von 99. Es kommt keine 99. Es kommt eine 43 von 75 Valtteri Bottas. Also es geht auch anders. Vogel, du hast 75 PT geholt. Was willst du denn? 55. Ach so. Und einer war noch, Stefan. Boah, ey. Jede Box, die ich aufmache, egal ob heute, kommenden Sonntag, es ist immer der Thrill, bitte keine Filler, bitte keine Filler. Jo, danke. Die Bayern können gerne fair mit Leistung gewinnen, aber nicht wieder durch Fehlentscheidung aus dem Killer oder vom Schiri selbst. Ach ja, weiß ich nicht. Klar, ich weiß, kann man immer so sehen. Ich glaube, der Schiri, der Falk, gilt als großzügiger Schiri, habe ich gelesen. George Russell, Lewis, Drugovic, Doohan und Bottas, also gerade wenn unterschiedliche Nummerierungen mit unterschiedlichen Starten macht. Modest ja, kann gerne wieder den Ausgleich machen, ja, das wäre heftig. Architekturbüro hat gefragt, ob du so einsortieren kannst. Michael H. Oracle, Red Bull, Alpine, Daniel Ricciardo, Mick Schumacher und Vettel. Immer der Schiri. Zur Not, ne? So, Stefan, Tauschmaterial solltest du dann erstmal ein bisschen haben. Das ist Alfa Romeo. Wir haben Verstappen. Wir haben dahinter Verstappen, Alonso und Lando. Und dann Logan Sargent, Lewis Hamilton. Die hätte ich gerne als okay. Zu 5. Das sage ich einfach mal frei raus. Einfach so. Weil die wird gut zu unserer Letztjährigen passen, finde ich. Charles, dann Daravula. Und es ist zu 150 Mick Schumacher. Also die Qualität ist sensationell. Wir haben leider echt Pech gehabt mit der Verstappen eben, das muss man so sagen, weil die Dicke und die Folie von den Number, die ist echt stark. Esteban Ocon, Sergio Perez, Team Haas, Team Williams und 99er Charles. Stefan. Also Low Number ziehen scheint relativ schwer zu sein. Die niedrigste Nummerierung, die wir haben, ist die 75. Das sind deine. Ich danke vielmals. Die Light, wie gesagt, kommt dazu. Ich wünsche dir viel Spaß morgen bei der Trade Night. Ich glaube, du fährst dahin. Grüß mir die beiden Experten. Und sag ihnen, wir werden uns bald wiedersehen. Hi, Prince Jay. So. Stefan, vielen, vielen Dank. Jetzt Tim. Tim, deine Prism Hobbybox ist sealed heute Morgen schon auf dem Weg zu dir. Für den Stream hast du dir Knockout ausgesucht. Warum wir das so machen, haben wir ja letztes Mal erklärt. Das ist eine DRL-Problematik, nicht weil wir unbedingt der Umwelt schaden wollen oder so. Was für Nummerierung gibt es eigentlich? Alpha Kevin, ich glaube, wir haben da eine Checklist von Olaf, also Collectors. Gib mal Ausrufezeichen Lights Out. Ich weiß nicht, ob Marcel das eingepflegt hat. Super, danke Stefan. Muss dann über die Pre-Sale gehen. SBF Chrome. Solange es nicht so lange dauert. Danke dir, Doppelmoral-Apostel. Hat er. Die 2 würde ich nehmen. Alles klar, Tim. Dann danke ich dir vielmals. Drückt dir natürlich die Daumen und viel Spaß auch dann zu Hause mit der Prism. Übrigens, Prism gibt es dann auch neue. Nächste Woche Sonntag.
Als Belohnung für mein vierten Semester in meinem Studium sind die beiden Boxen sehr, sehr geil. Du bist im vierten jetzt, alles bestanden. Also ich bin raus aus dem Studium. Ich weiß nicht mehr, wann Klausuren sind, wann Semesterferien sind und so weiter. Da müsstest du uns einmal einweihen. Harvey Elliott, Rodrigo, Jutgla, Kamada und Mbappé. Lang ist her bei mir. Ganz hin. Mhm. Ja, alles bestanden und auch echt gut. Sehr stark. Hakimi. Jaleno. Und was studierst du? Lautaro? Leao? Und Erling? Erling dann gerne auch im Prison, was denn? Obwohl, ne, du bist Liverpool-Fan. Wehrt sich ein Liverpool-Fan gegen ein Erling Haaland aus? So Fragezeichen. Semesteranfang bei mir war 15. März, aber ist auch von Uni zu Uni unterschiedlich, okay? Also ich würde einfach sagen, ich sehe drei Folien aus einer Box. Und wie lange geht der Stream heute circa? Jesse, das ist die Frage, die ich immer gestellt bekomme, eigentlich auch nie beantworte, weil ich kann es dir nicht sagen. Ich sage dir als Antwort, bis wir fertig sind. Reece James, Sova, Musiala, Alvarez, Kolomuani. Also ich würde mal sagen, wenn sich jetzt in dieser Box ein Auto befindet, dann ist das das Karma-Ding, von dem immer alle reden. Ja, Lights Out haben wir definitiv dann noch. Hast du für nächste Woche dann auch wieder Lights Out? So kann ich nicht raus... Ja, Stefan, keine Sorge. Lights Out... Muchas Lights Out. Leroy Sané. Edin Dzeko. Julian Brandt. Rafael Guerrero. Und das ist eine 99er Federico. Gibt es Kaltgetränke? Heute nicht. Nächste Woche Sonntag, Ostern. Ja, zu so einem Special Stream, Leute, der wird echt. Ne? Also, da packen wir dann auch wieder andere Boxen aus. Plus Prism, plus, was ich alles gesagt habe. Simply Herr der Ringe, Game of Thrones, NBA. Dies, das, das, dies. Tonali, De Bruyne, Mahrez. Und ein 7 of 25 Youssoufa Moukoko. Wunderkinder. Mas Grande. Messi. So, jetzt bin ich gespannt, Tim. Was hat denn geschrieben? Ingenieurwesen als duales Studium. Ingenieurwesen, Hilfe. Soboslai. Einfach. Zwar ja. Höchst nummeriert, aber der Spieler. Ja. Schon Granate, ne? Gonzalo Ramos. Das den zu 99 gibt. Wundert mich auch, dass den zu 99. Hätte ich nie gedacht. Aber nehmen wir mit: 38 of 99. Plus ein 25er Moukoko. Plus ein 99er Valverde. Tim, das war doch schon mal gut. Bedeutet dann aber jetzt: musst du in deiner Sealed Prism abliefern. Da gibt's nichts. Panik, guten Abend. Kevin K. Wir brauchen den mit dem Goldframe. Kevin K., möchtest du der mit... genau, Kevin K., möchtest du der mit dem Goldframe sein? Dann abonniere jetzt den Kanal und gifte 300 Subs. Kevin, du darfst mir zwei Nummern sagen. Immer mehr Sportseiten posten jetzt, dass Bayern sich um Gavi bemüht und Barcelonas Situation ausnutzen will. Der wird doch niemals wechseln. Also ich glaube auch, der will. Das Letzte, was der will, ist von Barcelona wechseln. Ja, ich will. Alles klar, Kevin. Dann sag mir zwei Zahlen ins Glück. Ich sag's nochmal, ich finde es extrem merkwürdig, weil wir sind ja jetzt. Ich meine, wir hatten keinen Druck. Wir wollten jetzt nicht nur für Leipzig auf den Tag online gehen und sagen, boah, ja, hier, ne? Da brauchst du einen Mathematiker. Dann musst du mal alle Numbers hochrechnen, die es so gibt in dem Set. Hat, echt genau. Tausende. Hat einer, wenn er die Checklist sich anguckt, Bock mal eben hochzurechnen, wie viele Boxen es insgesamt gibt. Und dann müssen wir ja, ach so, nochmal zu dem Ton zurück gleich. Dann müssen wir alle Karten, die es gibt, gibt es als One-of-One-Gold-Frame. Ja, richtig. Und das müsste ja dann das Verhältnis sein. Also ist es eher normal, dass noch keiner aufgetaucht ist, weil die Dinger scheiße selten sind? Oder stimmt da was nicht? 3-4 habe ich gelesen. Leute, ist der Ton heute zu laut? Nee, passt. Passt, alles klar. Ja,
Kevin, auf geht's. Ich drück dir die Daumen. Vogel rechnet schon. Vogel macht sich an die Mathematik. 105. Vielleicht brauchen wir die gar nicht stellen, weil Kevin jetzt im ersten nagelt. Da gibt's auch 75, 15, 10. Ja. Plus 5, plus 1. Das sind schon 429 von einer Karte. Dann machen wir das mal. Mal 62. Mal 62. Und das durch 2. Dann hast du die Anzahl der Boxen mal 2. Richtig. In also gibt es 13.000, also 13.300 Boxen haben wir ausgerechnet. Aus 62, wie rechne ich aus die Prozentchance, diese 62? Ja genau, jetzt brauchen wir Mathematiker, weil da sind wir gerade zu dumm für. Es gibt 62 One-of-Ones aus 13.300 Boxen. Wie viel Prozent sind das? Rechnet man da 62 durch 13.299? Ja, ne? Und dann sind das 0, bla bla bla. Das wäre die Prozent in jeder wie viel? 62 durch 13.000 mal 100, ja, genau. Also 62 durch 13.300? 13.300 mal 100. Mal 100. Sind 0,466% für ein Goldframe. Ja, das ist natürlich ist wirklich, wenig. Ja, das ist nichts. Also, ja, es ist wenig, klar, ist so aber wenig. Meinst du keiner bisher? Die Auflage ist riesig. Vogel, Alonso, hörst du ja nicht zu. Duhen, Magnussen, Iwasa und Alonso. Kevin, er möchte dir einfach malig reden. 1 zu 200 Boxen umrechnen, das ist noch besser, wenn man das so sieht. 1 zu 200 Boxen. Ja, das ist verrückt. Ja, und meinst du, wir haben noch nicht mehr, es wurden in der Welt noch nicht mehr als 200 Boxen geöffnet? Oder überspitzt gesagt, wenn 1000 Boxen, ja, hätten ja schon 5 Frames sein müssen. Ich habe keine Ahnung. Niklas, danke dir für den 9. Hier, ist das eine Folie? Ich sehe es nicht genau, ich glaube nicht. Norris. Verstappen. Wenn ihr das Geräusch heute hört, Vogel putzt sich alle 2 Sekunden die Nase. Ich bin krank. Hamilton. Vettel. Und Schumacher. Ja, eben, das kann eigentlich nicht sein. Haben die aus UK die auch schon? Werden die da auch gerupft? Aber ist nur One-of-One-Frame, ne? Ja. Weil alles andere könnte dann schon gar nicht mehr sein. Aber 1 von 200 im Schnitt, also ist schon überraschend, dass noch... Ja, das kann nicht sein. Und deswegen schwingt eine massive Angst mit, dass die Dinger da drin fehlen. Ingwer-Shot für Vogel. Ach, gesund macht er nicht. Ich hab vom ersten Tag an die Dinger getrunken. Ich hatte zwar auch Schnupfen, aber es hat nie richtig durchgekickt bei mir. Ich habe einfach durchgezogen. Sobald man eine Box ohne Filler hat, hat man Goldframe. Das ist das, womit man rechnen sollte, Lurch mit Furcht. Albon, McLaren, Fittipaldi, Danny Ricciardo. Okay, wir gucken uns jetzt erstmal den an. Wir haben Zhou. Wir haben Lewis. Wir haben Russell. Zhou. Und Lando Norris zu 150. Und zwar, wir gucken wir da vorne die Nummer an. 75. Dann Max. Habt ihr schon das neue Lied von Apache gehört? At the end of the road, I'm breaking your heart. Wieder echt ein Banger, der Junge hat's drauf. Ferrari. George Russell. Und zu 99 Lance Stroll. Stroll und Norris in der ersten für Kevin. Richtig geil, der Song, definitiv. Feier ich auch, aber ich finde eigentlich, hat der jemals ein schlechtes Lied gehabt? Ich glaube nicht. Ich hatte sie erst nicht in der Hand, aber da ging mir richtig. Ungelogen, weil ich sie nicht in der Hand hatte, einmal kurz so Herzschlag auffällig. Das aus der Doku, ja, genau, habe ich Vogel auch eben gesagt, das kenne ich doch irgendwoher. Einfach ein Künstler, ne? Davon gibt es halt nicht so viele. Voll in den ersten beiden, Kevin. Dann Alfa Romeo, Lewis H., Alonso, Magnussen, Bottas.
Dann haben wir Chad. Aston Martin. Boah, die will ich haben, Vogel. Die als zu 5 muss unser Ziel sein heute. Gerne auch als Frame. Ich will eine andere. Ja? Ach, du willst das Querformat von ihm, ne? Williams Racing, so die. Möchte ja, von genau. Ihm. Ja. Kennst du das Gewicht von Goldfield-Karten ungefähr aus anderen Serien? Ne, keine Ahnung. Da fragst du den Falschen, was Sachen abwiegen angeht, Davinio. Guten Abend, Sergeant. Ja, ich wollte es nicht sagen, ja, Vogel hat's. Ich hab's nicht gesagt, Vogel hat's gesagt. Also, wer sich jetzt angegriffen fühlt, meldet euch direkt bei Vogel. Tsunoda und Scuderia Alpha Tauri. Wir gehen hier rein. Dann haben wir Russell, Lawson, Gasly. Mahlzeit. Ich hatte vorhin eine Bundesliga-Flagship bei euch im Shop gekauft. Könnt ihr die eventuell nachher schnell mit live breaken? Wahrscheinlich ist das. Ich muss mal gleich gucken. Casino, Bro. Casino. Album. 99er zu Noda. Reichen 4 Fehler für 2x 101. Stellt euch vor, 2, Alter. Iwasa, Lando, Schumacher, Vettel und zu 75 Theo Pucher. Also wir kommen auch noch nicht in die niedrigen Nummerierungen rein bisher, ne? Heißt für Kevin, Pucher 75, 99er Yuki, 150er Lando und 99er Stroll. Kein Frame, Kevin. Marquez, hallo meine allerliebsten Sommerfreunde und Liebesbreaker. Hallo Marquez, was geht ab? Der nächste Kevin. Der nächste Kevin, Kevin T. Eine Leitsort, links oder rechts, eins oder zwei. Marcel direkt wieder ein bisschen Gerüchte streuen. Ein Handy, hör ich auch mal irgendwann. Das liegt am Boden. Ach, liegt noch am Akku dran. Naja, beim nächsten Mal. Also wir werden es auch riskieren, Kevin. Also Kevin Nummer 1 jetzt gerade eben. Du hast ja gesehen, unsere erste Box. Im Prinzip hätte ich sie geil gefunden. Ein bisschen abfuckt mit dem Schaden, aber... Wenn es einfach wäre, wäre dann Erik S. Ich guck gleich mal kurz, Erik. Die 1 nimmt Alpha Kevin. Erik S. Ich schau mal eben, ob ich das. Ja, du bist hier noch drin, Erik. Aber ungern, Erik, sage ich dir ganz ehrlich. Nichts gegen dich, aber ungern. Ja, kann das sein, dass hier der Greenscreen nicht ganz zu ist, linksseitig? Ja, minimal, aber. Hier auf der Seite. Ich hätte es nicht gesehen. Also ich würde sie dir lieber sealed senden, weil, ja, ich hoffe, das geht klar für dich. Ich meine, du hast sie auch sealed gekauft. Ich würde jetzt natürlich, wenn jetzt einer NBA, NFL, irgendwie sowas, da sehe ich mich einfach auch zwecks Weiterbildung aktuell, macht das Sinn. Jetzt machen wir erstmal Kevin. Kevin, eine Lights Out. Man sieht die am Anfang nicht immer, ja, dann sieht man sie. Ich wollte mal Danke sagen für die schnelle Liebe. Ah, du hast, ja, habe ich gesehen, hat die Woche den Archive. Finde ich mega geil, das Teil. Bad Sniper. Also vielen Dank für deine Bestellung. Ich finde top Zubehörartikel. So für Lagerung von Karten. Bottas, Magnussen, Ju, Russell und Lewis. Alles gut. Okay. Dann danke ich für dein Verständnis. Und trotzdem wünsche ich dir natürlich das Beste in so einem Produkt. Irgendwas Geiles zu ziehen. Wir haben Mick, wir haben Sainz, Aston Martin, Lando Norris und Alex Albon. Dann ist hier definitiv, das merkst du sofort, hier auch. Und dann haben wir Fernando Alonso, Perez, Pucher, Alfa Romeo und McLaren. Machen wir erstmal den. Latifi, Goat, Hauger, Sainz, Gasly. Die will Vogel haben. Die hätte ich gerne. Die wollen wir haben. Für unsere Personal Collection. Ich. Kevin zieht sie zwar zu 150, aber spielt keine Rolle. Es ist Levis.
Levi's. Devil Vogel. Also ich nehme alles von Hamilton, sage ich dir, wie es ist. Was denkst du zu morgen? Ja, mal ganz, gerade kurz thematisiert. Ich habe ganz schlechtes Gefühl. Ich glaube, Tuchel haut uns da einen Arsch voll. Charles. Russell. Doohan. Perez. Vettel. Eieieiei. Die möchtest du doch. Die hätte ich gerne gehabt. Also generell beide. Also ja. 150er Lewis Hamilton, 99er Lewis Hamilton. Wieder nicht sonderlich niedrig, aber zweimal Lewis. Morgen sollen wir BVB 6 Spieler. Ja, habe ich auch gesehen. Wichtig ist schon mal, dass Kobel im Tor steht. Der Ersatz hat super gemacht, Alex Meyer oder wie er heißt, aber Kobel ist halt Kobel. Ne? Oh, Maximilian ist dran, da habe ich richtig Bock drauf, Maximilian, auf so ein Snake Eye. Peter Reit. Das passt dann auch, kommt Roman, dass der wollte bis 18 Uhr rein. Ja, Roman kriegt danach seine Origins Hobby. Die muss ich erst holen. Ne? Du hast den Zettel da. Ja. Boah, jetzt richtig Bock. Skip du, my Lou, Maximilian. 1, 2, 3, 4, du hast die Auswahl. Du hast gesehen, was drin sein kann. Also, ganz ehrlich, ne? Unsere war schon geil. Rookie-Alarm. Ich fand die gut. In der Hobby sind auch nur sie. Mhm. Hier sind viel mehr Karten drin. Allerdings ist in der Hobby klar. viel mehr und so. 1 und 3, 1 and 3. Alles klar. Alle anderen können, sind, es sind ein paar sealed im Shop. Auch hier die neuen hier von Origins ist fast sold out. Ein bisschen Donruss Elite ist noch da. Aber wir nehmen die einfach nächste Woche Sonntag für einen wahnsinnig geilen Mix auch mit rein. Auf geht's. Eure hätte ich so aufgenommen. Ja, das glaube ich. Aber für dich am besten jetzt einfach. Ich, ehrlich gesagt, ich habe Big Bang nicht gesehen, wie die aussehen. Ich habe nur gesehen, wie Snake Eye aussieht. Und deswegen wollte ich seit dem Tag eine Snake Eye. Was waren denn eigentlich jetzt für Game of Thrones Boxen deine Insta-Story? Die kommen gleich, Marquez, heute wieder. Und denk dran, Marquez, auch für dich, Ostersonntag nichts vornehmen. So. Wir starten mit LaMelo Ball, von dem ich immer noch ein Autogramm offen habe. Rookie Auto LaMelo Ball Redemption. Ich bin jetzt bei 480 Tagen. Ich habe schon viermal verlängert. Ich glaube, wir zeigen sie erst. Jeremy Sochin, Rookie. Fred Van Fleet. Shai Gilgeous-Alexander, SGA. Jaren Jackson, da ist direkt die erste Number. Die ist zu 175, Jaren Jackson Jr. Und dahinter Anthony Edwards Euphoria. Bedeutet auf gut Deutsch, ich hatte eben die Magic Johnson, du ziehst den Ant-Man. Guten Abend, Servus. Ja, die sind heftig. Ist einfach auch die Qualität ist absolut Next Level Design. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, also die Druckerei zuletzt Panini größer Tops, würde ich sagen, was Qualität angeht. Nicht bei allen Produkten, klar. Wir haben jetzt viel On Demand als Vergleich. Klay Thompson, Jalen Duren, Christian Coloco, Rookie, Mark Williams, noch ein Rookie, da! Von dem bekomme ich das On-Card-Auto. Da ist er, Benedict Mathurin. Nur FedEx hat keinen Bock, mir das zuzustellen. Und eine Taking the Leap. Jabari Smith Jr. Rookie. Ein ultra geiles Produkt. H2 Hybrid. Ich wusste erst gar nicht, was das ist. Ne? Das Design könnten die auch als Soccerbox bringen. Origins gibt es ja in den Chronicles, war Origins Soccer drin. Aber ich glaube, eine Origins Soccer Hobby, also nur die Serie gab es noch nicht. Dann haben wir Chris Middleton. Auffällig viele, oder? Maximilian war doch in der Hobby schwer einzuziehen. Jalen Green,
Da ist Jokic. Da ist Peyton Watson, nächster Rookie. Dann haben wir Anfernee Simmons. Und eine Katapult Dwayne Wade. Ja, die hatten wir eben auch einmal. Das ist Kevin H. Ich lief dir von einfach auch mal alles, weil. Weil ist so. Eine scheiße NBA-Serien bocken mich hart zuletzt. Macht so Bock, das zu eröffnen. Ich würde sagen, die geben wir Vogel schon mal. Guckt ja gleich noch eine hinterher. Michael Jordan ist immer nur Upper Deck Exclusive gewesen, glaube ich. Ja. Russell Westbrook. Keegan Murray, wieder Rookie. Johnny Davis, Rookie. Davion Mitchell. Da ist wieder diese Uchai Agbaji mit diesem Basketball drauf. Die hatten wir eben auch nur ein One per Box. Und Nucleus. Boah. Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar und James Worthy. Nice. Coole Kombo. Ne? Für alle, die ein bisschen Oldschool mögen. Dark Hope drauf. Ja, ich glaube, die wollten extra die Generation davor nehmen. Ich bin auch gespannt, ob wir Look for On-Card Rookie Autograph stellt. Ich brauche so eine H2. Das muss echt selten sein. Aber da sehe ich uns. Marjon Beauchamp, Bradley Beal, Christian Braun, James Harden, Giannis und noch eine Euphoria von Giannis. Warum kriegst du zwei? Möchtest du dich dazu äußern, warum das so ist? Du könntest jetzt sagen, weil ich eine scheiß Box ausgesucht habe. Wäre eigentlich auch mal ganz geil, wenn Tops eine U19 würde ich Hard Sahari auch hart fühlen. Hätte ich richtig Bock drauf. Aber vielleicht würde man sich dadurch das Rookie-Ding ein bisschen zerstören. Dann haben wir Kawhi. Shaden Sharp. Trey. Kyrie Irving. Blake. Wieder nicht Number One Pick. Sei denn, es ist der hier. Ja, es ist eine Euphoria Jonathan Kuminga zu 99. Zwei Permanent passt. Das waren definitiv zwei, ja. Also das war deine erste, Maximilian, mit der 99er Kuminga, Euphoria Giannis, Nucleus, Oregon's Way, Taking the Lead, Jabari, Jaren Jackson Jr. war die zweite Nummerierte und The Ant-Man. Gutes Set, dann eher um die Base-Set voll zu machen. Ja. Kostet aber auch die Hälfte. So, ich glaube, das im Nachhinein ein bisschen Zeit. Ja, NBA so im Nachgang, wenn du eh am Start mit Max, Blake Wesley, Wiggins, Josh McGiddy, Josh vor allem McGiddy, Josh Giddy, Christian Wood, dann haben wir hier David Roddy und eine Kate Cunningham Euphoria. Bleib am Start. Ja, dann schlag gerne zu. Dann packe ich das Vogel zu den anderen Zetteln. Jaren Jackson Jr., Tyrese Halliburton, Devin Booker, Tari Eason. Ey, jetzt muss aber der. Wie heißt der Number One Pick nochmal? Da ist wieder ein Agbaji. Paolo Banchero. Banchero, genau. Und das ist die Taking the Leap von Durant. So, produktabhängig. David.
Ja, genau. So sieht das aus. Darwinio. Es kommt drauf an, was. Also, ich freue mich richtig auf morgen. Möchte unseren ersten Sport. Jeder zwei FC Bayern, die besonders schön grillen und abend. Ja, es klingt nach einem richtig geilen Tag, Kaspar. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich glaube, genau das soll das Hobby auch ausmachen. Zusammen chillen, wenn euch das gefällt. Das erste Mal Boxen öffnen. Ich drücke euch natürlich die Daumen, dass es die guten Bayern Boxen sind. Schrägstrich mit Numbered und oder Autogrammen drin. Ja, und genießt es. Definitiv sehr geil. Ich mache gleich eine Court Kings. Stream wollte keine. First Look. Ich glaube, die ist, ja, wenn sie in der Livestream-Kategorie noch drin ist, nicht. Damian Lillard, Jaylen Brown, Malachi Branham, David Roddy, CP3 und von den Bucks Giannis als Catapult-Insert. Oh, Maximilian. Irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben, drücken müssen wir hier rausdrücken. Oder das macht der andere Maximilian am Ende. Die brauche ich jetzt eh. At the end of the road, I'll be breaking your heart. Auf geht's. Jamal Murray. Patrick Baldwin Jr. Jabari Smith Jr. Aber Rookies sind hier geladen. Sadiq Bey. Dann eine Wendell Moore Jr. zu 115. Und Nucleus. Aha. Also Kobe ist nicht mehr drauf, aber dafür jetzt die neue Generation. Anthony Davis, Russell Westbrook und LeBron James. Nachdem wir eben die alte Lakers Generation gesehen haben. Da fehlt. Wen hätten sie denn mit Kobe zusammenpacken können? Shaquille? Und wer war da noch? Nick Van Exel war der da noch. Nick Van Exel, ja. Pau. Gasol, ja. Wo ist Banchero? Usman Dieng. Ja Morant. In meinen Augen für mich der spektakulärste Spieler. Also was der Levitation hat, ist Wahnsinn. LeBron James, Spencer Dinwiddie, DeJounte Murray und eine Tatum Euphoria. Kenne Nucleus nur von King of Queens. King of Queens Nucleus in Verbindung? Echt? Nucleus sagt mir irgendwas anderes. Ich glaube, das ist aus der Serie, die wir aktuell haben. Bang Theory? Nucleus, das klingt irgendwie so ein Geheimprogramm. Ich guck mal, ging's durch? Sascha hat sich erstmal ein Archive gegönnt und ich sehe hier noch nichts, aber vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob er verstanden hat, dass ich die einfach kaufen soll. Doch, okay. Doch. Doch, E-Mail ist schon da. Okay, doch. Also PayPal-E-Mail ist ja. Da, System-E-Mail jetzt. Vielen, vielen Dank, ist da. Daniel LLJ, vielen Dank für den vierten. Kiko, guten Abend. Dann Wendell Moore. Nukula, das Wort heißt Nukula. Moore. Kennt ihr Nukula? Was? Nukula, das Wort heißt Nukula. Keldon Johnson. Jason Tatum. Steph Curry. Er lebt. Paolo Banchero. Und dahinter. Oh. Zu 25 oh. Nucleus. Es war aber diese Nucleus LA Geschichte hier in der Box. Die hattest du in deiner ersten Box als Base und die ist 25. Johnson Worthy Jobber. Stark. Also das heißt, die können auch niedriger nummeriert sein. Ich dachte, das wäre so immer gleich. Maximilian, unfassbar geiles Set. Macht leider viel zu viel Spaß, das NBA-Gedingen. Dir scheinbar auch. Du hast ja jetzt mal mit mir auch schon geguckt. Giannis, Jalen Duren, Euphoria. Ich danke dir vielmals. Und jetzt eben kurzfristig sich dazu entschieden. Roman.
Und zwar jetzt nach den H2 Hybrid kommt jetzt, oh, meine Lieblingsbox, tschick, 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 ihr wisst Bescheid, das habe ich jetzt schon in der Box drauf. Roman, du darfst sie aussuchen, links oder rechts? Ramon, habe ich Roman, Ramon? Roman. Ja, weil er schreibt, let's go, Ramon, und schreibt Suxi. Links. Nimm rechts. Ja, nee, er soll mal schön selber. Wir nehmen die linke. Ich danke dir vielmals, dass du eine genommen hast. Nee, Roman. Roman, es ist nicht damit gemeint. Auf geht's. Steodox, guten Tag. Also, um das euch zu zeigen, die geilste Boxverpackung ever. Ich glaube, da kann auch gleich Cordings nicht mithalten. Ich würde dir die Box einfach mal mitschicken, weil die einfach zu geil ist. Und dann decken wir ab hiermit. Dann, ja, eben keine Snake Eye, jetzt dann bitte wieder Tiger Eye. Denn genau das ist der Unterschied. In Hobby heißen die Dinger Tiger Eye, da ist dann auch wirklich der Tiger drauf. Und in der H2 Hybrid ist es Snake Eye, weil eben, ja, wollte ich nicht erklären, oder? Schlangenauge halt. Auf geht's. Caleb Houston. Houston, wir haben ein Problem. So, hiernach kommt dann schon das Red, ich glaube. Atlanta Hawks auf der Position, was ist das? Alter! Ist eine. Ja, wer ist es? Trae Young Tiger Eye! Alter Schwede! Ja. Da ist sie! Nice! Ja. Den muss ich mal kurz drauf klarkommen. Ich dachte, warum? Da kommt jetzt tatsächlich eine Tiger Eye. Boah, weiß ich, 55? Ja, könnte. Hast du Max hier? Eine 55er glaube ich nicht. Soll ich holen? Ja, mach mal 55, 75 vielleicht. Ich guck aber hier mal den Stapel durch. Vor allem kommt die jetzt wirklich. Wer hat denn das da gerade geschrieben? Wer hat das geschrieben? Irgendeiner hat doch geschrieben, jetzt Tiger Eye. Da musste ich erstmal klarkommen. Ja, Hobby Tiger Eye, H2 Snake Eye. Was ist das? Das ist so ein Special Insert. Ultra selten. Und Trae Young. Ich meine, ist dazu halt auch noch ein ziemlich guter Spieler. Alexa spielt Eye of the Tiger. Guck dir das an. Nicer Scheiß. Es kommt einfach wirklich eine Tiger ein. Wer auch immer das geschrieben hat, ey. Mächtig. Ich probiere es mal in einem 55er. Und zur Not packen wir es in einem 75er. Geil. Viel drüber. Das sieht gut aus. Mit Ankündigung. Wenn, Leute, jetzt sagen wir mal ehrlich, wenn das nicht sexy ist, was bitte dann? Und dann stellt euch die in diesen Hobby H2, die wir eben hatten, mit so einer Schlange im Hintergrund vor. Ich weiß nicht warum, aber finde ich unfassbar geil. Und die sind einfach richtig, richtig selten. Trae Young Tiger Eye. Geiler Scheiß. Einfach genäht das Ding. Das Geilste ist die Frage von Drago. Was ist das? Aber Hauptsache ist getroffen. Den die Box gehört. Ja. So. Short drin, ne? Clean as fuck. Ja, das ist aber so short. Ja. Wir haben das ganze Case was weg, die hatten wir nicht einmal. Und der On-Spot 2 war komisch. Mega nice, definitiv. Machen wir mal weiter. Hier ist Origins, leuchtet schon wieder. Das heißt, wir ziehen hier die Red Parallel von Russell Westbrook. Und jetzt nähern wir uns ja dann langsam auch der entscheidenden Geschichte hier, ne? Zu 99, Zach LaVine, Chicago Bulls. Was für eine Folie legt man da immer noch? Das ist ein ganz normaler Regular Sleeve Tray.
als einfach Schutz zwischen dem Deckel des Magnet Holders und der Karte. So ein Tick muss man nicht, kann man. Ja, genau. Boah. Die ist pervers geil. Roman, Junge. Einfach mal random reingegangen. Die ist sexy. Mal gucken, was jetzt noch kommt in so einer Box. Sollte die Box eh schon entschieden sein. Ja, ja, Paint, das Ding ist durch, aber immer mehr ist immer besser. Trey. Ja, hier sind wir. Wir haben ein Rookie. Grobe Richtung 300 bis 400 US-Dollar. Also Box. Ja. Box bezahlt mit der. Bezahlt mit bei Trey. Stark. Wow, so eine Tiger für 751 verkauft worden. Vogel hat gerade irgendwas anderes angesagt. Ja, Trey, nicht andere, ja klar. Ein Edwards, ein Jamoran geht auch mal in die Höhe. Aber ist ja trotzdem schon eines. Ja, schon. Trey ist so 400, 300, 400. Also ich würde die behalten und nicht verkaufen. Ja. Aber das muss ja jeder für sich selber wissen. Guten Abend, Ringo. Ringo CDD. Du bist ja auch im NBA angefixt sein. Nach Soccer geht es jetzt ja bei dir auch ein bisschen American Sports. Wir haben mal Lucky Branham, Rookie Jersey. Jetzt müsste das Auto kommen. Wer ist es? Oh, es ist ein zu 10 Auto, glaube ich. Glaubst du? Ja. Was ist das? Also, ja, ist das Format, richtig. Und 9 of 10 Rookie On Card Elevation Auto von Max Christie. Boah, zieht euch rein, wie clean diese Karten sind. Ist das nicht geil? Also die Qualität, sage ich euch, wie es ist, macht so unfassbar Laune bei den Panini America Produkten. Prism Soccer war auch schon brachial. Was eine Box, ey. Die schleudert einer ab hier. Die ist sehr schön. Habt ihr auch schon Snake ein. Hey, wir haben eben eine First Look Hard 2 gemacht, Ringo. Ich hatte keine und zwei Boxen danach hatte Maximilian noch, der hatte auch keine. Und als letzte Karte der Box, was kommt denn jetzt noch? Ein Inhalt oder so? Einfach mal noch Roots of Greatness, Ja Morant und Jaren Jackson Jr. zu 75. Also ich glaube, das war bisher die beste Box, die wir gesehen haben. Einfach mal spontan reingegangen, hat sich gelohnt. Sehr geil. Also, ich zeige dir nochmal deine zu 99 Zach LaVine. Wir haben eine Red Parallel Russell Westbrook. Wir haben Caleb Houston. Deine Numbered ist Roots of Greatness zu 75 von Ja und Jaren Jackson Jr. Dein Auto ist 9 von 10 Rookie On-Card Max Christie. Der Rookie ist Malaki Branham als Jersey. NFL ist leider verschwunden. Ja, genau. Okay. Wir hatten ein Case NFL. Also wir haben ja die Prism, eine Box Prism noch online. Und wir wollten die Obsidian, das Case, ist verschwunden. Nicht mehr aufgetaucht. Oregon's Trey Young Tiger Eye. Wahnsinn. Starke Box. Ne? Zeig nochmal bitte alle. Habe ich gerade. Die. Für Screenshot. Also ich glaube für Screenshot kann ich dir einfach die hier hinlegen. Am Ende kommt es, glaube ich, auf die an. Kannst du einmal screenshotten. Ich danke dir vielmals. Pack das jetzt aber wieder ein. Geht via DHL morgen an dich raus. Und boah, die ist zu heftig. GG. Stefan ist dran, Zixer. Ja, der hat zwei davon. Aber muss ich die denn einzeln versenden? Die müssen wir einzeln versenden, weil er die beide einzeln gekauft hat. Ja. Dann packe ich sie auch so. Eins, zwei. So, ich habe auch zwei Sendungsnummern für ihn schon im System hinterlegt. Servus aus Amerika, was habe ich verpasst? Belly, wir haben gerade aus Oregons Hobby Trey Young
Tiger Eye gezogen. Die ist einfach unfassbar sexy. Stefan mit 2 Game of Thrones. Wenn er noch da ist. Die ist heftig, ja. Auch clean und schön. Und das Einzige, was uns heute noch fehlt, ist ein Frame One of One aus Lights Out. Aber da haben wir auch ein bisschen Angst, sage ich. Ging nicht durch beide, deswegen 2 Bestellungen, 1 und 3, okay, wundert mich, aber ist kein Problem, ich schicke einfach dann in 2 Paketen aus besagten Gründen, 1 und 3 sind die beiden, die sind dann fürs nächste Mal. Und dann starten wir mal mit Box Nummer 2644 von insgesamt 15.000. Daenerys wäre... Kommt gleich, aber Kiko, wir haben schon drüber geredet. Ist das nicht ein bisschen auffällig, dass es das bisher noch gar nicht gibt? Irgendwo in der Welt bei 1 zu 2, eine One-of-One-Frame pro jede 200 Boxen. Hätte doch schon lange was auftauchen müssen. Ich finde es komisch. Ich möchte hier nichts an die Wand malen. Den Teufel und so. Also. The Hound protects Sansa Stark. Soll ich sleeven? Wenn du möchtest. Brienne battles the Hound in near Fatal Duel. Die beiden, Alter, den hätte der Hund eigentlich platt gemacht, ne? Drogon warms to Jon Snow. Okay, das ist die Inscription, aber wer zur Hölle ist... Tony Way. So, das ist jetzt wieder so Schauspieler. Wo sind wir da? Es Dontos Hollar. Wann und wo war Dontos Hollar in Game of Thrones irgendwo zu sehen? Mir gestern mein Wookie Harland Auto endlich gewinnt. Stark. Aus welchem Set? Ja, genau. Aus welchem Set? Wahrscheinlich Bundesliga Chrome. Das ist ein deutscher Schauspieler übrigens. Ich sag Musee. Jaqen H'ghar and the House of Black and White. Das ist Number zu 99. Der hat Sansa zu Kleinfinger gebracht. Okay. Das ist ein Museum, ne? War klar. Museum mit ja, Patch. Das sind so. Was? Die man noch. Die kann man noch bezahlen. Gutes Geld kriegen. Silvio kann auch die anderen bezahlen. Mal ehrlich, würdest du die Karten von mir halten? Also das Tiger Eye. Ich würde das halten, weil ich Karten seit 25 Jahren nicht nur öffne und das beruflich mache, sondern auch sammle. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn es dir danach ist, so ein Ding zu kaufen, um es zu flippen und das Geld sich zurückzuholen, dann hast du mit der Karte auf jeden Fall. Mit den beiden Karten, also ich meine auch das On-Card-Auto, wahrscheinlich ein bisschen Potenzial. Aber das entscheidest du ganz alleine, mein Lieber. Bear Island, the seat of House Mormont. Mormont. Sieht sexy aus, also Vogel schläft eh, aber den packe ich direkt ein. Dann Lady Olenna confesses the murdering Joffrey. Hat ja geklappt, Gott sei Dank, sagen wir mal. Und the mother of dragons nurtures her children. Da sind die kleinen Drachen. Die gebe ich dir zum Sleeven. Dann King Joffrey reveals his sadistic side. Ja, der war wirklich sadistisch. Ein bisschen unterwegs. Man's Raider burned at the stake. The Hound reveals proof of the undead. Robert Pugh. On-Card Robert Pugh S. Craster. Das ist lange her, ne? Game of Thrones bei uns. Wieso sehen die alle unterschiedlich? Aber die Basekarten sind doch gleich. Wieso sehen die alle unterschiedlich? Serie nur die Basekarten nicht. Wieso sehen die alle unterschiedlich aus? Es gibt mal so eine Purple und Gold Variation. Aber ja, also nicht, farblich unterscheiden. Grün, ja, hier, die unterscheiden sich, wenn dann mal farblich am Rand. Einfach mal eine Variation. Die ist brutal. Melisandre reaffirms Arias Destiny. Wie so eine Porzellankarte. Die ist nummeriert zu 50. Die sieht saugeil aus.
Dann haben wir hier. Oh, die hat ja auch schwer an am Helm, ne? Lisa. Hat die nicht in diesem Turm da oben. Er war auch gut. Ja, in diesem Turm da oben gewohnt. Mit dem Loch drin im Boden. Schau ich mir gleich an, Silvio. Also nach dem Stream. Die sehen auch mega gut aus. Samuel Tully, Slayer of White Walkers, Lover of Ladies, as if we needed any more signs the world was ending. Und hier ist, everyone seems to forget that I was the first man to kill a White Walker. I've killed... Stimmt. Er hat wirklich als erstes einen weißen Wanderer getötet, glaube ich. Bronn, Valianti, Flights, Daenerys Dragon. Und Daenerys Dragons assert their independency. Boah, das, hier weiß ich definitiv, was drin ist. Ja, ist auch immer gleich. Gemacht, ja. Ne? Am Anfang ist immer die Description-Orte. Das ist wichtig. Meister Ludwin bids goodbye to young Starks. Dario saves Daenerys. Tyrion grows uneasy over Daenerys' rule. Das müsste jetzt ja das Auto geben. Oh, die ist natürlich nice. Also die hatte ja schon, ist die nicht mit, ja, wenn ich wüsste, wie er hieß, die ganze Zeit unter, die hat doch sogar ein das, Kind mit ihm, oder nicht? Nee, das ist die Schwester von diesem, wo die, ach, ja, hier, ach ja, hier, also ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ja, stimmt, das ist die Schwester von dem, ja. Ich war woanders kurz. Ja. Yara Greyjoy, Grauwurm. Ja, vom Stinker, vom ja. Stinke, vom genau. Stinker, genau. Oh, und das ist die Metallkarte. Michiel Hüßmann ist Dario Naharis. Das ist vielleicht 75. Auf jeden Fall keine Nebenrolle. Das ist schon eher ein Hauptcharakter. Ja, das ist schon Hauptcharakter, würde ich auch sagen. Dann Beric. Alter, wie heftig. Ist immer irgendwie was an. Da ist sie wieder. Und was haben wir hier? Einfach nur eine Filmszene. Septa Unella asserts religious authority. Ja, die war auch. Schande. Und hier passiert. King Joffrey poisoned at his wedding. Da ist es gerade. Da läuft's. Das war Box 1, Stefan. Lassen. Lass mal hier rüber gehen. Und öffnen direkt die nächste. Zeig dir noch einmal alles, was ich getoploadet habe. Naharis. In meinen Augen das beste Autogramm aus der Box ist das. Lisa, die ist numbered. Robert Pugh und Tony Way. Bester Moment in der Serie, wo der stirbt. Ja, der ging mir auch richtig auf den Sack, der Typ. Also so gut hingekriegt. Ja. Du warst froh, dass er trippy ist. Ja. Wenn man weiß, obwohl es nur eine Serie ist und nur geschauspielert wird, aber das ist ein, dass man so eine Aussage trifft, dann ist es super geschauspielt, dann ist es eine Top-Serie. Polly, danke dir für den dritten. Und Stefan, dann gehen wir in deine nächste. Das ist die 8323. Komm, Daenerys, Jon Snow, irgendwie sowas. Dann ist man eigentlich erstmal durch mit der Nummer. Muss ja da drin sein, ne? Die Frage ist, gibt es auch One of One? Dann hat er seine Rolle perfekt gespielt. Genau das ist es. Das ist die Anerkennung, dass man ihn wirklich gehasst hat. Young King Joffrey asserts his authority. Jon Snow destroys Craster's Keep. Arya survives destruction at King's Landing. Und das ist Philip McGinley. Er hat sogar seinen Pfeil- und Bogenschütze, ne? Guck mal, er hat den sogar draufgemalt. Er ist Angoy, aber leider weiß ich nicht, wer er ist. Ich kann mich nicht mehr zurückerinnern. Kein Hauptcharakter, glaube ich. Das wüsste ich. King Tommen marries Margaery Tyrell. Margaery Tyrell fand ich auch ziemlich schick. Er war hart drauf. Ja, die ist ja. Zu 50. Randy Bolton, oder wie der hieß. Ein richtiger Fucker. Haben wir hier The Gates of Vice Dothrak.
Also wahrscheinlich von den Dothraki. Jon Snow fights Control of the North. Und Ygritte seduces Jon Snow. Bolton war krasser Typ, definitiv. Ziemlich schick, sagt er. Ja, definitiv, oder? Jon Snow proves worthy of the Night's Watch. Tyrion accused of murdering Joffrey. Jon Snow murders Daenerys. Das war auch eine heftige Szene, dass er sie da wegsticht. Das nächste Auto. Au, oh, yes. Oh, die ist, was ist das denn für ein Design? Gold Ink. Die ist geil, Alter. Habe ich auch noch nicht einmal gesehen. Dawn S. Jagger. Gold Ink. Esmolion Umber. Ja, aber das Design ist ja mal richtig krank. Seit wann gibt es denn die in dem Produkt? Hallo Stefan. Gibt es den Faceless Man? Ja, das wäre geil, Billy. Habe ich ja eben gesagt. Deutscher Schauspieler. Habe ich hart gefeuert, den Typen. Aber wie geil unterschrieben. Echt, ja. Die ist richtig korrekt. Wir haben jetzt schon einige Boxen geöffnet, aber Gold Ink hatten wir noch gar nicht. The Limited Edition Autograph Card has been personally signed. Limited Edition. Hm. Und hier mit roter Schrift Daenerys fails to win Sansa's Trust. Die ist dann dementsprechend auch rot gestanzt zu 25. Special Box hier, Stefan. Und Stefan, vielen Dank, dass du zwei geholt hast und wir hier die im Stream zusammen uns angucken dürfen. House Lannister. Sie geht uns jetzt richtig. Das ist wieder sehr geil. Ihn habe ich gefeiert. Wie viel Wein er gesoffen hat, war absolut unmenschlich. Richtig stark gespielt. Und dann haben wir hier noch Daenerys Targaryen returns to Drachenstein. Und Jaime und Brienne become unlikely allies. Ein Pack noch. Ja, danke euch jedenfalls, dass ihr sie anbietet. Ja, gerne. Ich finde mittlerweile einfach die Variation auch macht den Reiz. Dass man immer mal was Neues, immer mal was anderes innerhalb des Streams, 10, 15 am besten verschiedene Boxen, das feiere ich hart. Arya meet Jakan Hagar. Oberyn defeated by the Mountain. Oberyn ist übrigens der Typ aus The Last of Us. Das Bram. Bram fand ich auch geil. Er konnte einfach alles so annehmen. Ne? Und das letzte Auto. Wieder anders. Finn Jones. Wieder ganz anderes Design. Wieder on-cut. Es Lorias Tyriel. Ja. Loras. War das nicht der homosexuelle Tyriel? Der dadurch in der Zeit natürlich arge Probleme bekommen hat, muss man sagen. Damals wurde das noch ein bisschen anders bewertet. Der spielt auch Mandalorian. Der spielt übrigens auch den Mandalorian. Spielt er nicht auch Mario mit Super Mario, der jetzt rauskommt? Wer, der The Last of Us Schauspieler? Ja. Ja, der kriegt jetzt jede Rolle. Der Blumenritter. Ja, das ist er, ne? Aber ey, warum... Geile Designs heute. Heute mal die Box zerstört richtig, ne? Weil mal komplett was anderes. Mega gut. Er ist gut... A good egg does not wash out the bad, nor a bad the good. Oh, da muss ich mal kurz über den Spruch nachdenken. Ja, okay. Diese Martells, Junge. Ja, waren ganz weise Menschen. Hier ist wieder die Marguerite Tyriel. Boah, das war mal... Hier war alles bei. Yara Greyjoy. Hier nochmal Daenerys. Samuel Tully cures Jorah Mormont Grayscale. Ach ja, der hatte diesen Ausschlag da, ne? Und Caitlin Starr's Last Stand at the Red Wedding. Ja, das hat nichts gebracht. Ne? Auf der Hochzeit wurde ja irgendwie alles weggemacht. Ja, Stefan, mega geil. Einfach mal eine ganz bunte Mischung in der Box. Keine Ahnung warum, das hatten wir so noch nie. Die Metallkarte, dann das Design on Card Finn Jones. Limited Edition Autograph has been purchased.
Die war zu 25. Die war zu 50. Dann Philip McGinley. Und das ist richtig geil. Wir kennen nur diese Box. Markus, keine Ahnung, wie die alten früher waren. Aber jetzt kann sein, dass in diesem Morgen ein Mix aus älteren Folgen, da waren die dann jetzt auch so. Das wäre Quatsch, das ist bitter nicht. Ja, ich glaube nicht. Ich habe noch nie eine andere gesehen als die. Es gibt alte davon, klar. Ich kenne die, aber die kosten Vermögen. Die ersten davon. Habt ihr für den Osterstream noch Boxen von der WM 2022? Nein, von der WM 22. Was gab's da, was von Interesse wäre? Weil es ist noch eine Woche, wo ich die Boxen besorgen könnte, Stefan. Danke, ja, vielen, vielen Dank dafür. Wie gesagt, nächste Woche werden wir nochmal ein paar davon anbieten. Jetzt ist Sven dran. Eine Knockout, oben unten, eine Simplicidad, oben unten. Was gab's da? Eigentlich nur Prism, ne? Es gab doch diese Road to Qatar. Ja, gab's auch, ja. Malte, guten Abend. Ich schreibe dir auf Discord, alles klar? Eins und eins. Eins und eins. Bist du Werbevertreter von denen? Von 1 und 1. Zack, zack. Starten wir mal mit Knockout. Da haben wir heute schon ein Auto rausgeprügelt. Hast du dich schon eingereicht, Dodo? Wisst ihr schon, wann meine? Dodo, du musst Vogel noch Namen und Postleitzahl schreiben. Dann kann er dich. Heute? Kann er dich einreihen. Kiko muss das auch noch machen. Und sonst, wer heute dabei ist und eine Box hat und Bock hat, müsste das auch noch machen. Auf geht's. Salemakers, Ramos, von dem haben wir das 99er Auto gezogen, Sadio Mané, Richarlison und Aubameyang. Diego Costa, Fede Valverde, Jutgla, Daichi Kamada und Randall Kolo Muani. Hast du das Haaland Auto aus Prism gesehen? Color Match, das blaue oder White Color? Die sind wunderschön. Nein. Ich hab nur das Base gesehen bisher, also Silver, nee, ich glaube in Amerika gab es so ein paar, die Numbers hatten, aber Blue Shimmer gibt es da. Blue gesehen. Shimmer ist aber voll. Das ist Fortnum, ja, die habe ich gesehen, das passt halt zu Haare. Darwin Nunes, Harry Kane, dafür muss man aber auch erstmal Fottel-Boxen bekommen. Ja. Also Kiko, Dodo San, Dzeko, Julian Brandt und Jude Bellingham. Meine könnt ihr auch gerne anrein. Ja, da weiß Vogel auch nicht, wer du bist. Obwohl ich befürchte nicht. Marcel H., ja. Ich hatte nur noch drei Möglichkeiten. Achso, Harvey Elliott, Leroy Sané, Kevin De Bruyne, Leao und Rafa Silva. Es sind leider nur zwei Foils, weil es ist nur noch das Pack über. Gehen wir das direkt an. Ashraf Hakimi, Galeno, Riyad Mahrez, Adeyemi. Und das ist ein 99er Leroy. Michael, Architekturbüro, hat es aber einen. Die kommt jetzt gleich. Ja, okay. Neymar, Rodrigo, Lautaro, Götze. Und dann haben wir zweimal 99 Green. Kamada und Leroy. Was bedeutet denn Vottel? Vottel heißt First of the Line. Das ist eine sehr niedrig produzierte Stückzahl an Prism, in dem Fall Premier League Boxen, das sind ja die aktuellen, aber Panini produziert Vottel First of the Line Boxen für alle Serien, die sie rausbringen. Immer sehr wenige Boxen, die ganz exklusive nummerierte, teilweise ganz exklusive Parallels drin haben. Mega geil, scheiße teuer, schwer dran zu kommen. Ich glaube, diese... Wie heißen diese Blue Shimmer? Sind alle zu 8 oder so, glaube ich. Ja, 8 ist schon heftig. Und Simplicidad machen wir auch noch, Sven. Wollen wir hoffen, dass die besser läuft. Fabian ist heute auch. Fabian meldet sich. Ja. Der ist beim Essen gewesen, der ist ja im Urlaub. Und dann so, Sven. Nochmal an alle. Nächste Woche Ostersonntag brennt der Baum im Stream. TTC Shield Stream am Ostersonntag, Feiertag Stream. Nächster Tag ist Feiertag. Open End. Über die ganze Woche boxen. Wird gut. Wenn du die White Color Blast siehst, sag mir Bescheid. Die Color Blast von Haaland würde ich auch sofort nehmen. Aber was meinst du, was die kostet? Die wird teuer. Hast du schon eine Color Blast Preis gesehen, Silvio? Alle beiden, kommt ihr an die Vivid Leaf Soccer ran.
Oh, Michael Lief. Ja, komme ich vielleicht dran, aber bin ich kein großer Fan von. Pernille Harder, Puteas, Paul Torres, Ansu Fati, Julian. Es wurde noch keine neue, nur die alten Kanada. Das sieht sehr gut aus für Sven mit drei Folien draußen. Guten Abend, Jonas. Nur eins bis jetzt und der will ein Haus haben. Marco Asensio, Esther González, JB, Kylian Mbappé. Leute, es wird eigentlich auch so langsam mal Zeit, was zum Jude Bellingham Event zu hören, oder? Wann, wo und so. Andres Iniesta, Rafa Silva, Heung-Min Son, Lena Oberdorf und Wayne Rooney. So, jetzt bin ich gespannt. Sadio, nee, machen wir mal den vielleicht. Rafael Leão, Fabio Carvalho, Lautaro, Darwin, Haaland und Son zu 49. Was wird gecancelt? Jude Bellingham, meinte. Ach so, ja, das wäre brutal. Sadio Mané niemals. Jamal Musiala, Darwin. Deine Erkältung. Mir geht es soweit wieder ganz gut. Ich habe noch ein bisschen Schleim, ein bisschen Schnupfen, aber ich trinke immer seit Monaten diese Ingwer-Shots und Kurkuma-Shots. Ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen als Abwehr dagegen geholfen hat. Vogel habe ich angesteckt. Der hat die letzten zwei, drei Tage. Ja, dem geht es nicht ganz so, aber man lebt. Haben natürlich auch viel zu tun, ne? Es wäre wahrscheinlich besser, sich mal auszuruhen. Neymar zu 75, nach Son zu 49. Heißt, das Auto müsste jetzt kommen. First of the Line ist circa dreimal so teuer. Ja, genau, das haut hin. Ich habe voll Bock, mal auf First of the Line zu öffnen. Also richtig Bock. Aber ich finde, wenn ich mir irgendwann mal First of the Line gönne, dann von einem Produkt, was Endstufe ist. Und ich sag's euch, wie es ist, ich sehe mich da in Select FIFA, First of the Line. Also wenn, dann so ein Produkt. Da wird mir Prism Premier League nicht reichen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen bescheuert, aber so, jetzt konzentrieren wir uns hier auf das mögliche Auto. Danke Gogan übrigens für den fünften. Three of 25 Pedri. Der gute Herr hat natürlich super viel unterschrieben, aber du hast aus einer Box drei Cases Personal dann, ja, mindestens. Weil dir so eine Box ja auch nur 1000 Euro oder so kosten wird. Aber du hast aus einer Box Simply ein Auto getroffen zu 25 von Pedri. Das nehmen wir doch gerne mit Kussern sogar. Neymar 75, Heung-Min Son 49. Läuft. Sven, danke für deinen ganzen Support. Du bist ja auch häufig dabei. Generell danke an alle, die dabei sind, immer. Jürgen will es jetzt richten. Ihr hattet neulich eine Kvaratskhelia-Karte in der Story. Habt ihr die vorab von Panini bekommen? Nein, das war ein Mock-up-Bild von Select Serie A. Da wird Rookie Kvaratskhelia drin sein. Leute, den werde ich so hart sammeln. WWE Prison Football war bei 290 in der Dutch Auction. Bereue ich sehr, das verpasst zu haben. Ja, die wird im Nachgang deutlich teurer, Marcel. Die hättest du in der Dutch Auction definitiv snacken können, weil ich glaube, unter 400 Viertel kriegst du die dann nicht mehr. Eins für Gold. Das ist eins, ist die hier oben drauf. Jürgen, viel Glück. Vielen, vielen Dank auch an dich, wie immer. Und Höllhund nicht vergessen. Stimmt, der Höllenhund wird auch da drin sein. Select wird egal. Egal was, wird ein Wahnsinnsprodukt. Select habe ich so Bock drauf. Es war auch super schwer, ich sag euch, wie es ist. Ganz am Anfang schreiben die Händler, ey, du kannst bestellen. Dann habe ich gesagt, 10 Cases hier und so weiter. Haben sie irgendwann geschrieben, ja, du kriegst nicht eins, keine Zuteilung, tschüss. Boah, das war super abfuckt und dann da dran zu kommen, echt schwer. WWE liegt in Amerika circa bei 500, was habe ich gesagt, $290 und $550 ist ein Riesenunterschied. So, Jürgen, schauen wir es uns an. Die
0,4%. Gibt es immer noch nichts Neues? Ich meine, wir streamen jetzt erst 2 Stunden, aber in den 2 Stunden ist nirgendwo ein Goldframe aufgetaucht. Na, langsam weiß ich nicht. Ich glaube wirklich erst, dass die wirklich da drin sind, wenn ich dann halt auch mal einen sehe. Und ich finde es zu auffällig, dass die nicht drin sind. Russell. Also das ist doch keiner. Ne? Ihr wisst, Magnussen. Sainz. Charles. Und Ju. Verstappen. Alonso. Russell und Gasly. Schreibt keine, alle suchen kurz bei Google. Hamilton. Zhou. Verstappen. Alonso und Perez. Machen wir diesmal mal den auf. Ist die Frage, wie die das regeln wollen oder ob halt nichts passiert. Ja, also noch können wir es ja, also ist schon noch frisch und wir können jetzt nicht sagen, ja, die gibt es definitiv nicht, aber ich finde, es wird echt Zeit. Also irgendwo muss mal einer auftauchen, um die Leute quasi zu beruhigen. Was war das denn? Ihr kriegt jetzt einen kurzen Aussetzer. Ja. Und gerade Otto Senna, das hat auch wie bis mal 1 aufgetaucht. Das ist ja stimmt. Heftig. Ja, die sind dann alle bei einem oder so. Oh komm. Die kam am Ende in der Sortiermaschine. Latifi. Alle warm. 150er Danny Ricciardo. Und Jürgen. Nummer 2. Daravula. Leclerc. Lando, Zhou und ein 75er Gasly. Also es ist nicht immer gleich von der Nummerierung etc. Für Jürgen 150er Ricciardo, 75er Gasly. Wir sind immer noch nicht, ich glaube, unter 50 gekommen. Das ist echt heftig. Jürgen, vielen, vielen Dank. Ich erinnere, achso, das habe ich schon vorgelesen. Oh, jetzt Leute, kurze Geschichte. Die beiden Jungs, Robert und Michael, supporten uns, seitdem sie im Hobby sind, echt extrem. Ne? Architekturbüro, schöne Grüße an euch zwei. Ihr sitzt da wahrscheinlich wieder zusammen, hoffe ich doch. Was ich dazu sagen muss, die schreiben mir zwischenzeitlich einfach immer echt super freundliche Nachrichten, warum sie das feiern, was wir da machen und dass sie das... Ja, einfach, dass sie das cool finden. Super freundlich, mal fernab vom Stream einfach eine Nachricht hinterlassen, finde ich sowieso immer ganz nett. Das zeigt mir, okay, das ist echt cool. Das gefällt mir, wenn Leute zwischenzeitlich sich mal melden und einfach sowas machen. Und die beiden kaufen nicht nur für den Stream immer, sondern auch viel Sealed und Zubehör und so. Und dann haben sie jetzt eine Prism Sealed gekauft und Michael hat in einer von unseren Boxen eine One-of-One, die allererste One-of-One seines Lebens gezogen. Das ist natürlich prägend, das ist sehr geil. Habe ich mich extrem drüber gefreut. Ich glaube, es war Callum Wilson, Insert One-of-One. Ja, wollte ich nur mal sagen, dass ich mich sehr für euch gefreut habe. Und weil das so geknallt hat und es die erste One-of-One war, haben die beiden sich gedacht, wenn man schon da sitzt, macht man doch direkt im Stream nochmal 2. Also brauche ich 1, 2, 3, 4. Oben 1, 2, unten 3, 4. Ja, Rob sprang vom Stuhl auf und dann ging es ab. Sehr, sehr geil. König, guten Abend. Wie viel F1-Boxen kommen heute noch? Boah, weiß ich nicht. Vogel und ich machen gleich noch 4 oder so für uns. Und es kommen jetzt noch um die 7-8 Leute. 1 und 2 bitte, also die oberen beiden. Dann sind die gleich für MC Barbara. Das sind die letzten, die wir haben. Und dann bekomme ich aber sehr bald ein neues Case. Und dann gehen wir natürlich nächste Woche Ostersonntag auch mit Prism wieder rein. Dann drücke ich euch beiden jetzt die Daumen. Wir machen es wie immer. Wir skippen die Base. T
Timo, guten Abend. Wie geht's dir? Vorweg, Haaland, Calablas, bitte her damit. Hab paar Trade, Thilo kann das bestätigen. Lee Harris, vielen Dank für den 7. Und was Belly da schreibt, ist absoluter Quatsch. Er hat zwar Trade-Karten, das stimmt. Ich will ihm hier keiner Lüge bezichtigen, aber Priorität Haaland, Calablas, TTC. Brauchen noch einen Sticker für den Mac, bitte. Der Support lebt. Ja, Vogel kann euch einen abschneiden. Packen wir dazu. Ja, die haben doch eine One-of-One gezogen und hätten gern für den Mac einen Sticker, den wir denen bei mitschicken. Ja, nehme ich das. Kriegen wir einen. No problemo at all. Aber wir haben ja nur deine komische Linkshänder-Schere. Ja, dann streng dich doch mal an. Geht nicht. Danny Ward. Und dahinter James Tarkowski Silver. Richarlison, Gonzalo Guedes, Stuart Armstrong. Kommen die zwei Boxen von Fabian auch gleich noch? Ja, die kommen auf jeden Fall noch im Stream. Allerdings. Müssen wir warten? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Müssen wir warten, bis Fabian da ist. Der ist noch essen und kommt dann. Frauen-Knockout, keine Ahnung. Wird bestimmt noch was dauern. Multicolor Raul Jimenez, Wolverhampton. Und was ist das? Ach so, das ist so wie letztes Mal auch schon reingefallen. Instant Impact Jack Harrison. Diese Farben, Frohheit. Fröhlichkeit. Mason Mount, Jefferson Lerma, Emiliano Martinez, Tarkowski. Grün ist zu 5, oder? Nee, ich glaube nicht. Es dürfte einfach nur Raul Jimenez Multicolor sein. Das. Junge, Junge, als hätte ich die Dinger noch nicht genug geöffnet, aber alles so neu hier. Rookie von Sekou Mara Rot, Southampton und dahinter Mason Mount Silver. Hier noch Lloyd Carey, John McGinn, Mykolenko und Brandon Aaronson. Die rote ist nummeriert zu 149. Jesse Lingard, dann Suchek und ein Fireworks von Marc Guéhi, Jimenez, Salisu und Marc Rocca. Danke. Dann gehen wir Vogel den hier schon mal an. Rote Pelle, einen roten Toploader, sieht geil aus. Ja, ich glaube, da kann ich jetzt aber nicht mehr. Doch, einmal geht jetzt noch stark mit Ankündigung. RKO, das ist Teamwork. Marquinhos, jetzt kommt eine Red Mojo. Rookie Red Mojo. Oh, warum nicht Garnacho? Ich hätte es euch gegönnt. Es ist Newcastle's Elliot Anderson. Und dahinter, ich glaube, die muss ich noch mal kurz wegpacken. Das sieht sehr automäßig aus. Sorry. Das ist wieder kaleidoskopisch, muss sein. Alassa Maxime, dann haben wir Jean-Philippe Mateta. Hat es wieder gewackelt einmal kurz? Dann hast du wieder irgendwo Kabel, Kanonen oder so hin. Ich weiß es nicht, muss ich jetzt gucken. Hat es gerade einmal kurz gewackelt im Bild? Jetzt gleich sehen. Instant Impact in Bäume. Einmal irgendwelche Wackelkontakte an der Kamera. Nein, okay. Buendia, Damari Gray, Kulusevski und Dillon. Okay, ja, weil manchmal irgendwie stößt du einmal falsch an das Kabel und Zinchenko, Luke Thomas
und Jorginho. Dahinter noch Coutinho, Pickford und Kane. Die ist zu 20, die Luke Thomas. Purple Mojo. Guten Tag, wenn du im Sammelwagen, kann man die Hobbybox noch irgendwo kaufen für normale Preise? The Daniel, welche meinst du? Die Prism? Nächste Woche Sonntag bei uns für den Livestream. Das gibt ganz, eine ganz wilde, runde Geschichte. Trent Alexander-Arnold, Jadon Sancho und eine Emergent Harvey Elliott. Die sehen, finde ich, sehr clean aus dieses Jahr. Gefallen mir richtig gut. Dann Ryan Sessegnon, Bamford und Kiefer Moore. Also wir kriegen noch einen Case. Vielleicht kriege ich dann auch noch eins. Erstmal habe ich nur in Anführungsstrichen eins besorgt. Thomas Suchik, das ist dann das vierte oder fünfte Case. Wir knageln die durch wie nix. Oh, dies Jahr mehr Spaß. Macht der also tausendmal geiler dies Jahr. Zuma. Die letzte haben gar keinen Bock gemacht. Also die waren richtig scheiße. Und dann hatte ich erst Angst dieses Jahr. Und jetzt sind die so gut. Jay Adams, Moreno, Ryan Christie und Leander Dendonka. Kommt ja keine Ahnung. Gibt es nächsten Sonntag auch Bundesliga-Boxen? Paul, es gibt ja noch keine neuen Bundesliga-Boxen. Ich bin eigentlich, also klar, ich kann euch Bundesliga Finest, Bundesliga Chrome, alles aus dem letzten Jahr besorgen und dann für den Stream einstellen. Aber ehrlicherweise habe ich mich an denen nahezu kaputt gesehen und würde gerne warten, bis dann jetzt endlich die 22-23er Hobbyprodukte droppen. Kieran Trippier, Newcastle und eine Kaleidoscopic Luke Shaw. Die ist zu 199. Niedrigste Nummerierung heute, die zu 20 Luke Thomas. Ducouré, Heuber, Semedo. Ich hoffe, das verstehst du, Paul. Ist klar, möglich ist das, aber macht längst nicht mehr so viel Spaß, nachdem man die jetzt schon so lange so viele. Morgan Gibbs-White, Danny Ward und Maxwell Cornett. Ich glaube, der kam von Lyon. Lyon kackt auch irgendwie voll ab, ne? Lyon war früher mal geiler als heutzutage. Harrison, Mepham, Watkins. So, dann haben wir noch das Pack. Und dann das Autogramm da unten. Feines und so weiter, aber echt gut. Ja, macht mega Bock auf jeden Fall. Aber irgendwie nach 350.000 geöffneten Boxen, denke ich mir, on-stream bockt das nicht mehr so sehr. Fred Blue und eine Scorers Club. Das ist die. Die habt ihr als One-of-One gezogen, oder? Callum Wilson, ich glaube, das war sie. Daniel James, Lewis Cook, Matty Cash, Jet Spence. Und die Fred ist zu 175. So. Ich würde sagen, Durchschnitt von den Spielern. Hier ist jetzt noch diese Elliot Anderson Red, deswegen drehe ich hier um. Dyer. Gordon. Space. Ne, Fractal. Ah, Fractal, okay. Also, geht schlechter. Ja. Silver zu 99. City, Kevin De Bruyne. Nimm mal mit. GG, würde ich auch sagen. Plus die Red Mojo zu 99 von Elliot Anderson. Stark, stark. Oh, die sind so clean, ey. Die Qualität eben. Oregons. Puh, Panini legt da schon vor, ey. Dieses Jahr passt auch das Centering gefühlt. Ne? Alles viel ist besser. Geil. Definitiv mega gut. Welche, die waren so schlimm. Und ihr zwei? Einer reicht nicht. Wir gehen direkt in die zweite. Viel Glück again. MC Barbara, falls den irgendeiner in seiner Kontaktliste hat, könnt ihr den mal fragen, ob der mal ein bisschen schneller ist. Nein, noch haben wir ein paar Leute davor, alles gut. PSA 12, das ist mein Vogel. Alles gut ist ja.
im Prism. Oh! Snakeskin! Eieieiei! Legen wir mal. Was machen wir denn jetzt? Lass mal erstmal liegen. Snakeskin. Schlangenhaut. Echte Schlangenhaut. Ich glaube, dann wird Panini Probleme kriegen. Stehen auf jeden Fall auf Tiere bei Panini. Ja, stimmt. Wir hatten Elefant, heute Tiger. Tiger. Ja, genau. Zebra. Tiger Eye. Snake Eye. Hab Fabian angeschrieben. Danke, Jan. War aber eigentlich nur ein Spaß. Aber nachfragen kann man ja mal. Darwin. Dann ist es Rodri. Und die Kaleidoscopic. Nein, von wegen. Es ist die Instant Impact von dem, ich finde, das ist ein geborener Gewinner, wo der spielt. Der hat Manchester United, das war echt ein Wahnsinnstransfer. Schon echt, ja, Schwung gegeben, keine Ahnung. Der hat einfach so eine Aura, der Gute. Anthony Elanga, das ist wieder Purple. Eben hatten wir die Purple Mojo, die war zu 20. Was ist Standard Purple? Zu 49. Elanga 49. Legen wir mal hier hin. Dann Mboimo, Silver. Buendia, Gray, Kulusevski, Billy. Wenn schon keine Snake Eyes, dann wenigstens Snake Skin. So sieht das nämlich aus. Trevor Shaloba. Ups. Eigentlich andersrum immer, aber okay. Tomiyasu. Und Skamaka. Zack. Und zack, dann haben wir Lavia, den sleeve ich euch, Top Rookie. Llorente und Zemura. Hier ist das Auto, müssen wir da hinlegen, haben wir schon zwei draußen liegen. Ben Chilwell, die ist schön, geiler Spieler, Martin Ødegaard. Und hier haben wir Ezri Konsa, Fractal. Aber Norwegen ziemlich kacke in die Euro-Quali gestartet. Zweimal, glaube ich, unentschieden. Das ist zu wenig. Das heißt, oh, auf gut Deutsch, ohne Herrn Haaland ist es schwer. Und ich möchte, dass er irgendwann mal ein Großturnier mitspielt. Das wäre ziemlich cool. Da haben wir Bubaka Kamara Blue und eine Silver von Dwight McNeil. Robin Koch, Emerson Royal und Sa. Zweite Nummer. Aber ich glaube, wenn man gegen Georgien mit Kvaratskhelia nicht gewinnt, ich glaube, das war das Spiel. Dann wird es halt schwer. Jefferson Lerma und eine Fireworks von Reece James. Norwegen hat auch eine sehr schwere Gruppe. Ja, stimmt. Aber ist jetzt oder nie. Das ist ein bisschen wie die goldene Generation von Belgien. Also mit denen, die da haben, ich glaube schon, könnte man sich auch mal für ein Großturnier qualifizieren. Aber ja, vorne drin Sörloth, wenn ich sehe, was der da verballert hat, ey. Die hätte Haaland aber blind gemacht. Das ist Brandon Aaronson. Und Scott McKenna. Sinistera, Tavernier, Ramsey, Dwight McNeil. Also was haben wir draußen? Wir haben Auto draußen und wir haben die Snake draußen. Ne? Hier kommt definitiv Rot Mojo. Forward. Sam Greenwood. Red Mojo, Sam Greenwood. Und eine sehr geile Phil Foden Kaleidoskopik. Das passt ja zu unserer Geschichte generell, Michael und Robert. Phil Foden. Den haben wir ja quasi erfunden und die 99er Red. Dann Senesi, Killman und Mara. Und in der Grob rasiert Schottland kurz mal Spanien. Ja, Scott McTominay, einfach Doppelpack. Dann Ben Mee
Und Williams Saliba. Silver Saliba. Multicolor. Nunes, Bella Kotschap, Greenwood. Zweimal Doppelpack als fucking Sechser. Ja, und City, United nicht unbedingt so auffällig die Saison, oder? Vor allen Dingen natürlich auch durch die Verpflichtung von Casemiro. Ich glaube, daneben spielt er Fred. Oder wer macht da noch den 6er-8er? Leno, Pink und Arde Biojo oder wie er auch immer heißt. Onana war stark gegen Deutschland, fand ich. Rick Schuh. Rickard, vielen, vielen Dank für deinen Achten. So, jetzt wird's spannend. Ich glaube, wir machen... Was machen wir denn? Herr Snakeskin. Vogel hat gesprochen. Kehrer. Rico Lewis. Tom Kearney. Okay. Machen wir mal die hier weg. Hier haben wir Musa Niakate Silva. Raul Jimenez, Salisu Roca. Hier muss einfach nur Haaland, ne? Dann ist vorbei. Ja, es gibt 4-5 Stück, sage ich, die man nimmt aus dem 300-Karten-Set. Ja, Haaland, Garnacho, Rico Lewis. Der von City, der Rookie, wie heißt der? Rico Lewis? Ne, den anderen. Wie viele City Rookies gibt es denn? Ja, der neben Haaland spielt, ich komme gerade nicht drauf. Ach, Julian Alvarez. Alvarez, ja, genau. John McGinn ist es geworden. Schade. Aston Villa, nah dran an Haaland, würde ich sagen. Aber Snake Skin. Von John McGinn. Mann, ey. Aber gut, 300 Chancen, ne? Von Star Wars kommen jetzt Signature Series. Als genau, nächstes. Star Wars Signature Series. In einem Case sind 20 Boxen. In jeder Box ist ein in einem Magnetholder befindliches Autogramm, also Encased Autograph. Die kommen jetzt. Wir wollen da, wir können da, so wie letztes Jahr, Case, Break, Hit Draft 1, 10, 10, 1 machen. Das war. Ja. Fabian schafft es nicht, ihr sollt öffnen, ihr schaut es sich später an. Alles klar, danke Jan. Dann jetzt erstmal das letzte Pack für die beiden Jungs. Norgard, Ndidi, Target, Maupay, Jota. Die Numbered von einem Defender und zwar von Andersen. Ich drehe um die Sau. Rio Ferdinand. Oh. Das ist doch geil. Der ist im englischen Fernsehen immer aktiv. Ja. Rio Ferdinand, Legend, Manchester United. Die Autogramme. Mega. Die Autogramme laufen. Ja. New York, Rio, Tokio. Für alle, die jetzt einen Ohrwurm haben, viel Spaß damit. Also. Rio Ferdinand, Manchester United und De Bruyne zu 99 Auto. Ansonsten, wir haben das Snakeskin gezogen, immerhin. John McGinn, Spieler jetzt vielleicht nicht der geilste. Dann haben wir Leno, Greenwood, Kamara und Anthony Elanga zu 49. Euch zweien wie immer vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und nächster im Text ist Kevin H. X Rautum. Kenne ich doch den Namen hier. Danke, danke und schöne Box. Ja, definitiv. Machen einfach dieses Jahr unfassbar Bock. Was war das Auto aus der ersten Box? Kevin De Bruyne zu 99, Kaltmacher. So, jetzt erstmal ein Tee hier. Sorte für alle, die es interessiert. Rooibos Vanille. Die 1. Auf geht's, Kevin. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Wurde schon was Dickes gepult heute. Ja.
unterhitzt, siehst du das? Aber ich finde ein Rio Ferdinand Auto und Kevin De Bruyne Auto auch schon ganz geil. Dann aus NBA-Sicht war die Tiger Eye natürlich absolut grandios. Und jetzt drücken wir Kevin die Daumen bei seiner Knockout. Wir werden nicht gepflegt, die Hits, das stimmt. Heute. Achso, okay. Ja. Elliot, Rodrigo, Jutgla, Richarlison, Mbappé. Tonali, Galeno, Dzeko, Brandt, Haaland. Sieht gut aus, Kevin. One Box Magic. Ich weiß, ihr habt es heute wahrscheinlich schon irgendwo vernommen. Ich werde es einfach mal teasern, weil es wird jetzt eh kommen. Es kommen in den kommenden Zeiten im April, im Verlauf des Aprils, mehrere neue Teamsets raus. In jedem Teamset entweder Autograph oder Relic garantiert. Also sehr geile Odds. Plus, glaube ich, ein oder zwei nummerierte Design on point. Das wird es geben von verschiedenen Teams. Das wollte ich ja nur schon mal teasern. Wird sehr, sehr geil. Reece James, Kamal Sova, Jamal Musiala, Szoboszlai und Randall Kolo Muani. Wo fangen wir an? Ganz außen würde ich sagen. Schalke Teamset endlich, Flo. Tut mir leid. Da braucht Tops erst die Lizenz. Die Team-Lizenz. Marquinhos, De Bruyne, Mahrez. Woher weiß man, wenn du bei uns im Discord bist, ist die beste und weiseste Entscheidung. 49 Mario Götze. Da kriegst du alles mit. New Releases, wann die droppen. Du wirst wahrscheinlich über den Link bei uns auch als erstes informiert darüber. Und die Chance, das dann zu verpassen, ist nicht ganz so groß. Heißt keine Garantie, aber du hast gute Chancen. Also Ausrufezeichen Discord. The J-Second, so sieht das aus. Der nächste Mod incoming. Leao, Moukoko. 3 of 10. Rodrigo Bentancur. Bentancur und Götze. Und dann jetzt auf einmal noch ein Auto. Hakimi, Leroy Sané, Daichi Kamada. Nein! Jason J, hi. Oh, Jason J, du kommst zu einem ganz bitteren Moment im Stream. Eigentlich Auto getroffen, Quote 1:3 bei einer Box, geil. Ich tippe nicht für morgen. Da enthalte ich mich. Es ist, ja genau, Casey Lautaro. Kevin. Der Edding. Der L-Edding. The Ledding. Was ist hier denn los? Oh, Dominik. Er ist aber auch bis, ich glaube, Dominik hat sich die Court Kings für den Stream gegönnt. Ich glaube, das ist jetzt bis auf die Donruss Elite, die noch drin ist, dann aber auch wirklich alles gewesen, oder? Ich guck mal eben rein. Vielen, vielen Dank, Dominik. Können wir gleich noch machen. Dann mache ich erst meinen First Look und dann... Ach nee, es sind noch Court Kings. Eine ist sogar noch da. Waren da zwei drin? Die er gekauft hat, ist im Stream. Ne? Ich leg das mal rüber. Dominik, vielen Dank. Wir reihen dich dann einfach gleich ein, okay? Dann mache ich, bevor wir deine zeigen, eben First Look at und dann kannst du dir eine aus vielen aussuchen, wenn du möchtest. Vielen, vielen Dank. Dominik, falls du da bist, melde dich schon mal gerne. Neron, guten Abend. Der André, du bist gleich auch noch dran. Jetzt kommt Kiko. So, Kiko will es uns jetzt allen zeigen. Kiko, beweise uns bitte, dass es diese Fuck-Dinger gibt.
Eminence NBA Viertel ging ja schnell weg für 30.000. Eminence NBA Viertel, wie das schon klingt, Sasuke, das ist ja abartig. Bei Eminence sowieso alles zu 10, was ist denn dann bei Viertel zu 3? Alles oder? Zu 1. Ja, nur echt. One of One. Und einen schönen Abend zusammen. Ja, dir auch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen wieder. Echt, das war. Den ganzen Stapel rechts, Kiko, soll's da haben. Ich drück dir die Daumen. Das ist richtig gestört. Eminence NBA, $30.000. Irgendwann soll das passieren, muss es passieren. Lass es bitte hier in Deutschland in diesem Stream passieren. Latifi, Darabula, Alfa Romeo, Oracle Red Bull und Sergio Perez. Kiko, mach's doch jetzt einfach. Tu es! One Rookie Autograph Platinum war One of One per Fotobox. Echt jetzt? Garantiert für One of One. Scheiße. Können wir bei Pac-Man uns angucken. Hauger, Tsunoda, Schumacher, Team Haas und Vettel. Ja, ich weiß. Ich auch nicht. Da kann DRL auch mal drüber fahren über das 30. Stell dir das mal vor. Ey. Wisst ihr, welche Teams jetzt kommen? Ja, Luca, wissen wir. Sergio Perez. Dass das heute noch keiner gefunden. Verstappen. Ju und Charles Leclerc. Okay, hier die Numbers. Tops D, Star Wars Signature. Ja, das wissen wir ja. Was kosten die bei Tops? Guck mal, 85. 85 Euro. Mhm. Kannst du das Bild bitte speichern? Mhm. Kevin Magnussen. Fernando Alonso. Verstappen. Scuderia Alpha Tauri und die erste Number für dich, Kiko, ist zu 99 und geht an Sergio Perez. Darfst du Liga der Teams Sets nennen? Zwei aus Spanien, eins aus England. Könnt ihr so viel ob das Teamset mit Frauen sagen? Lisa, ich glaube nicht. Sah nicht so aus. Barca und Real Sociedad sind doch schon offiziell. Mike Kevin grätscht richtig von der Seite. Blutgrätsche auf Kniehöhe. Dreifacher Kreuzbandriss. Ja, Syndesmoseband. Wissen, ja, normalerweise. Ja. Es sind Barca, Real Sociedad und Liverpool. So sieht's aus. Aber ich will nicht, dass es am Ende heißt, ja. Nee, Harzarztverraten. Harzarztverraten. Also wenn es um irgendwelche Ansprüche geht, Harzer Harry. Könnt ihr euch bei ihm melden? Alles gegen ihn, bitte. Rein rechtlich jetzt. Albon, Sainz, was ist das hier für eine Farbe? 150. Boah, aber die, ne? Ja. Jetzt hat Kiko schon zwei, die wir gerne hätten. Mann, Mann. Mann, Kiko, ey. Drei oder vier, ey. Er hat doch schon vorher welche gebreakt, oder? Zwei hat er schon, die wir gerne hätten. Selten schreibt er was, aber wenn dann, dann Savage. Ja, der Mann hat Ahnung. Der Mann hat Ahnung vom Hobby, das kann man nicht anders sagen. Da gibt es nichts zu diskutieren. Kiko Nummer 2. Leg mich am Arsch mit diesen Dingern. Das nervt ja irgendwie ab. Dass man sie sofort sieht, nervt ab. Lando, Alfa Romeo. Verstappen, Russell und Ocon. Was jetzt? Eine gute Farbe. Was war das los? Oder? Bisher, ich glaube, 75, höchstens 50 Tizerus. Leclerc, Iwasa, Hamilton, Albon und Perez. Dann haben wir Aston Martin. Sebastian Vettel, McLaren, Magnussen und Danny Ricciardo.
Luis. Egal wo ich sehe nur maximal 75. Alonso, Darabula, Sergio Perez, Valtteri Bottas und zu 150 Gasly. Irgendwo müssen die Low-Number-Dinger sein. Alonso, Schumacher, Vettel, Verstappen. Und 99er Latifi, ja, ist echt bitter, Kiko. Latifi, ja, wirst du jetzt von Fiege bestimmt etwas hören. Obwohl, ne, sammelt der den nicht? Der will den bestimmt haben. Zu 5 Verstappen. Ja, im Discord gab es was. 5 und 10. Boah. Go Tifi. Dreimal für Kiko. Leider. Kiko, du bist leider nicht der Erste, der sie hat. Vielleicht wir ja dann gleich. Vettel, Perez, Albon, Sainz und Max. Wird der etwa gegen den Goat geschossen? Niemals. Gasly, Lando, Williams, Zhou, Lewis. Ich denke, dadurch, dass es in vielen Boxen bisher 10 für den Doppel drin war, ist es brutal schwer, Low zu hitten. Das wird dann alles oder nichts bei Tops. Red Bull, Magnussen, ja wirklich Sainz, Darabula. Wir gehen direkt rein. Und es ist schon Low. 99er Tsunoda. Dann hier die Hamilton. Lando. Ocon, Alfa Romeo und 99er Mick. Mann, ey. Echt super hard to hit. Also richtig. Und non-framed. Verstappen, Latifi, Perez, McLaren und Stroll. Heißt für Kiko. 23 und 27. Okay, das hat nicht gepasst. Tsunoda, Schumacher, Latifi, Gasly. Eine richtig geile Verstappen zu 150 und Sergio Perez zu 99. Mann, du. Dominik. Ist so ein Hobby, ne? Ja. Da muss ich aber erstmal kurz was gucken. Das können nämlich nicht mehr viele sein. H2 Hybrid ist nein, drin. Eine nur noch, ja, das haut hin. Nur noch eine Origins Hobby. Weißt du selber? Oh, es tut mir leid, Kiko. Ja, weiß ich wirklich selber. Du kannst gleich bei uns zugucken und dich dann im Nachhinein über uns lustig machen. Da war meine 75 echt stark. Jürgen grätscht auch noch mal rein. Rechts, okay, Dodo Sand. Es sind die beiden letzten Boxen, die wir haben. Also die hier, die überbleibt. Ne? Das wäre was für abends vor Fernseher. Für dich gibt es natürlich die Box mit. Ich glaube, boah. Booklet? Gibt's da drin? Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Die fühlt sich dicker an als die sonst, aber ey, ich sag's nur vorab. Es gibt davon so Teile. Ja? Ja, es gibt Wookie, Patch-Booklets und so. Sie. Hier ist echt was. Ja, dann gibt's wohl ein Booklet. Was passiert denn jetzt, Dominik? Ah! Bitte nicht, ich hab Angst. Ja, es ist ein Booklet, alter Schwede! Du hast es wirklich nach. Ey, was war das dann für ein Case mit der Tiger Ei eben? Ja. Zieht es euch rein, ist wie bei. Steht da schon, ne, sieht man nicht, was es ist. Oh, Angst! Angst, ich muss pipi! Wow!
Echt heftig. Ich wusste, also das Ding war so massiv in der Hand. Ich werde mal gucken, welche Form und welchen Mac wir dann haben. Aber ich wollte doch die andere Box, das wäre was für abends vom Fernseher, habe ich gesagt. Hättest du nicht die andere aussuchen können, sollen wir nicht? Nein, Spaß. Jalen sucks. Das sucks. That sucks. Heftig. Oh, jetzt Nervosität durchfließt den Kreislauf. Zion Williamson. Das ist das Rap-Parallel-Ding. Ja. Und zwar von Keldon Johnson. Ich weiß nicht, die sah aus, als müsste ich es umdrehen. Rookie Blake Wesley. Oh, das, wir hatten immer zu 75, jetzt dann zu 49. Setz the box of the lifetime. Nach der Tiger Moped da eben. Heftig. Sind da Legends drin? Das kann alles. Hier kann jetzt alles passieren, Sebi. Also, wir machen das Booklet auch definitiv als letztes. Hinten ist noch ein Insert. Oder? Ja. Erstmal hier, das dürfte die Memorabilia sein. Und die gehört. Ist schon Rookie Patch. Rookie Patch Auto. Schon, RPA. Was das ist die Box des Jahrtausends. Was kommt denn danach? RPA Caleb Houston. Houston, wir haben einen. MJ wirst du hier nicht finden. MJ gibt's nicht. Nee. Den King auch nicht. Nee, die haben alle so Exklusivverträge. Aber Lulu. Lulu geht. Also RPA okay, kommt schon auf der Position. Dann widmen wir uns mal dem hier unten. Boah, Nowitzki und Jason Kidd, Roots of Greatness. Das ist natürlich sehr geil, weil Nowitzki ist einfach übergeil. Fast alle Patches sind weiß und gleich. Der hat immer einen Streifen durch. So. Jetzt musst du, du siehst vielleicht vorne jetzt schon, ne? Oder das ist falsch schon? Ne? Weiß ich gar nicht. Es kommt schon gar nicht Design. Was ist das? Ey, vor allem, wir haben. Wir haben vielleicht Max. Ist das Vertical? Ja, das sehen wir jetzt. Alter, das werden wir dir so maggen, damit das am Ende unfassbar sexy aussieht. Wir sehen vielleicht jetzt schon, wer es ist. Utah Jazz. Ochai zu 10. Ist es auch ein Auto? 5 von 10, Rookie. Boah, Alter. Das muss ich mal kurz hinlegen, das ist immer, da geht mir einer ab. On-Card Booklet. On-Card, jo. Mit Monster Patch, Rookie Auto, Rookie Patch, Junge, das ist RPA. Schönes Ding. RPA Booklet. Ja. Irgendwo zwischen den Milliarden von Zubehörartikeln. 5 von 10. Rookie Card Booklet. Box des Todes, ungelogen, was war das bitte? Vor allem, ihr müsst euch überlegen, Dominik kam hier einfach mal voll random rein, hat sich das Ding gesnackt, hat gar nicht vorher in den Chat geschrieben, hat einfach gekauft. Die war noch, ne, du hast gefragt, ob das noch klar geht, ne? Kurzfristig, oder wie war das? Ne, das von der Dicke, 100, was anderes, das sind enorme Maße, ich hoffe, das kostet. Wir schauen mal. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Fakt ist, du hast dir das Ding hier geballert. So, jetzt brauchen wir aber auch noch den Booklet Sleeve. Ich war, wir hatten mal groß. Guck mal vorne rechts hier in unserem Resterampe-Dingen. Ja, wir haben heute schon wieder 100 Kilo Zubehör bekommen. Hier liegen die auch nicht. Hier sind nur die Top
Ja. Aber wir haben die. Fünf von zehn. Ochai Agbaje, RPA Booklet. Durch mit Furcht, vielen Dank für deinen siebten Monat. Hast du nicht gefunden? Nee, nur in dem anderen Format habe ich die gefunden, aber die bringen uns hier nichts. Okay, irgendwo haben wir sie. Aha, wenn wir sie noch finden, ja, packen wir so drauf. Ist ja jetzt keine Verpflichtung, aber ne? Das plus ein RPA von Caleb Houston. Roots of Greatness, eine 49er Blake Wesley, eine Red Kellen Johnson, Zion Williamson und Jalen Suggs. Ja, Dominik, was sagen wir dazu? Nimmt mal mit. Nimmt mal mit. Das muss auf jeden Fall später in den Black Mac, falls es sie gibt. Black Vertical Booklet und also generell Booklet Magnet Holder in Black gibt es noch nicht. Hab ich noch nicht gesehen. MH ist dran. Mit zwei Simply Cedar. Boah, da muss jetzt erstmal, selbst die Basekarten sind Hammer von den Spielern. Das Produkt, das ganze Case, ne, wir haben jetzt in jedem Stream ein paar, ich habe selber für mich angefangen mit dem First Look, war immer gut. Also Origins hat richtig geballert, NBA. Deswegen hoffe ich, dass die, ich habe mir noch nicht viel angeguckt von Court Kings, gleich auch ballert. Für mich und für irgendeiner hat noch eine geholt. Ja. Und Sealed haben wir auch schon ein, zwei abgegeben. Ach, MC Barbara, hast du es doch geschafft? Dann könnten wir dich, wenn du möchtest, nach den beiden Boxen von MH dran nehmen. Nach so einer Box dran zu sein. Ja, das ist halt NBA. Du bist ja jetzt zuständig, dass Fußball knallt. Marcel. Code Kings hat doch immer Levelkarten drin. Ja, ich habe bei Pac-Man gesehen, der hat Level 4 gezogen. Das war heftig, ey. Level 4 ist also höchste. Höchste. Also seltenste. Case it. Ich brauche zwei Zahlen, Marcel. 1, 2, 3, 4. 1 und 4. Das ist die erste, das ist die letzte. Auf geht's. Dann drücke ich dir die Daumen. Jo, Hund wollte noch zum Strand, hat etwas gedauert. Gerne danach, machen wir. Es sei denn, irgendeiner, ich weiß nicht, wer noch kommt. Ich glaube, da hat sich keiner gemeldet, der ihm die Zeit drückt hat. Also, ich konnte auch Fabian. Okay, ja, nee, dann machen wir Fabian einfach hier nach. Ich gehe nach im Schiff und dann kann es losgehen. Jetzt konzentrieren wir uns nach so einem Ballermann auf Simplicidad und haben eine Foil im ersten. Und haben eine Foil im zweiten, was ja nichts heißt. Wie oft packen wir das? Pac-Man hat auch im Nachhinein den Videotitel angepasst. Den Cases hat er gar nicht so realisiert beim Pool, glaube ich. Das Video hieß erst anders. Ja. So ein Level 4, ich glaube, das war das Ivy, ne? Lewandowski, Nunes, Sadio Mané, Pablo Torre, Julian Alvarez. Martinho, guten Abend. Erling Haaland. Xavi. Gonzalo Ramos, De Bruyne, Hakimi. Jamal Musiala, Leroy Sané, Heung-Min Son, Harry Kane, Jude Bellingham. Jetzt haben wir nur noch hier die Chance auf die letzte Foil, damit es eventuell klappt. Und wir sehen, es ist keine. Lautaro, Esther González, Puteas, Harda, Okafor. Dann haben wir Rooney, Nkunku, Torres, Pedri und Heung-Min Son zu 99. Und dann Leao, Mbappé, Carvalho, Gavi, Enzo Fernandes und Ferran Torres 49. Ja, das ist so Son und Torres. Da kannst du nicht mehr wirklich mit den Spielern punkten.
Marcel, abhaken, Mund abputzen, weitermachen. Was hat das Marcel sich noch abgeholt, als wir bei uns waren? Haaland-Auto? Ja, Haaland-Auto, ne? Auch schon, ja. Aus welcher Serie war das noch? Merlin? War das nicht 5? Merlin, Haaland-Auto zu 5, ja. Ne? Verstappen. Verstappen, war. Ach ja, das andere war. Ach, war das gar nicht? Ach, nee. War aber auch ein Marcel. Ja. Na, jetzt komme ich hier durcheinander. Auch gut. Verstappen-Autos geht auch klar, ja. Das ist wie beim eben, ne? Zweimal voll in den ersten beiden Packs, um uns richtig zu triggern. Und dann kommt Noah Lang, Hakimi, Lewandowski, Thiago und Cavallio. Bitte jetzt nicht nochmal. Durchmarsch ohne. Oberdorf, Vinicius, Kaká, Iniesta und Pablo Torre. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den drücken kann. Ja, ich mach's wieder weg. Ja, die verabschiedet sich dann halt nicht. Die Tage mal prüfen. Was ist es denn jetzt? Sei ja nicht drin. Emotes. Okay, Wetter läuft, liebe Leute, ihr könnt ballern. Nkunku, Foden, Xavi, Pedri, Sala. Und jetzt ziehen wir echt in den beiden ersten Packs immer die voll und dann nichts nach. Es sieht echt so aus. Marcel, Silva, Mbappé, Bellingham, Joaquin. Dann haben wir Rooney, Kane, Oberdorf, Iniesta und eine 2 of 5. Joaquin, Real Betis Ballonpied. Nummerierung geil, Spieler Legend. Schwierig, ja, kein Auto ist schwierig, aber zu 5 geht. Spieler musst du für dich selbst entscheiden, Harder. Und dann noch ein, also die Nummerierung in der Box waren auf jeden Fall deutlich besser. Wir haben Rafa Silva zu 25 und eine 2 von 5 Joaquin. Nicht mal Spieler, aber nimmt man mit. Über die Nummerierung kann man nicht beklagen. Man weiß, es kommt ja oft diese Grün-Grün-Kombi, ne? Ich stelle dir das hier hin. Fabian im Urlaub. Erstmal Marcel, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich werde jetzt mal kurz euch die letzten Münzen verwetten lassen. Geh kurz auf Toilette. Sammelt man schon wieder, wo die gerade abgeholt wurden. Und denkt dran, liebe Leute, wenn man an dem Effekt vorbeischrappen will, Ingwer und Kurkuma-Schutz. Ist er noch da? Ist da mein Finisher? Ist wieder fremd gegangen. Mann, 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 ey. Fabian, Fabian. Ne, da wurde Haaland gezogen. Ja, ach so, ich dachte schon, er wäre fremd gegangen. Sind beide für ihn? Sind beide für ihn, ja. Das wegstellen. Vogel! Ich hab die nur dahingestellt.
Auf geht's. Viel Glück und noch einen schönen Resturlaub. Und ich freue mich, wenn du wieder da bist und deine Jungs irgendwann bei uns ankommen und das Ding dann fertig machen. Es wird. Ist doch eine Black, oder nicht? Ja, hast du letztes Mal auch gesagt. Ja, oder das ist wieder. Dann ist das genau das, was Fabian meinte. Deep Space oder so, ja, wo er sagte, Deep Space ist, er ist im Kreis auch gesprungen, one of one, und es war dann am Ende keine. Wir hatten da Sancho, ne? Deep Space ist wieder so, ja. Brandon Aronson. Ja. Du dachtest auch, das wäre eine One of One. Ja, das Schwarze ist. Ja. Ist das Case-Hit? Auch einer von denen, ja, dem Snake, sowas, und gibt noch einen, den anderen haben wir auch noch nie gesehen, dieses Groovy, ne? Groovy haben wir noch nicht gesehen, und ja, was sowieso fehlt, sind die, aber die sind ja, ja 1 pro 10 Cases oder irgendwie so. Ja. Color Blast heißen die. Aaron Hickey und Amel Bella Kotschap Silver. Dann haben wir Romero, Johnny, Bailey. Legen wir die hier hin, die da hin, Case it im ersten Pack. Die sind so fies, ja. Die lassen einen in eine völlig falsche Richtung laufen. Ben White, dann haben wir Scott McKenna Multicolor. Und Wesley Fofana Kaleidoscopic. Die haben wir zu 10 gezogen, die hat aber schon den Besitzer gewechselt. Der Besitzer schreibt auch im Chat. Und dann Dominic Solanke, Luis und Idrissa. Adam Lallana. Das ist Boubacar Kamara Pink. Und Fabio Vieira Silva, Son Podence El Yunusi Tayarems. Es schuppt wie immer ein bisschen. Was kein Qualitätsverlust ist oder so, aber das hat Panini so an sich. One Serial RTB. Was? Nee, wer macht denn sowas? Also vor allem in RTB generell bin ich ja, boah, eher raus. Dann haben wir Luca Paqueta und eine Emergent von Sven Botman. PYT größer RTB. Hee-Chan Wang, Romeo Lavia. War die Herr der Ringe schon? Nein, Steinezeit. Hat auch keiner geholt. Haben wir erstmal wieder rausgenommen und bieten die Ostersonntag dann wieder an. Ist auch ein teures Produkt. Ne? Also man muss auch erstmal die Eier haben. Nicht genau zu wissen, weil es hier in Deutschland nahezu keinen gab, der sie. Da war die Kamera wieder. Kommt jetzt. Ich habe keine Ahnung wieso. Herr der Ringe, ja. Aber nicht das, was. Könnte der Insort sein. Leon Bailey. Instant Impact Anthony. Ich dachte erst vielleicht numbered, ist sie leider nicht. Nee, die Herr der Ringe hat keiner genommen, dann habe ich sie erstmal wieder rausgeholt. Aber wie gesagt, in Deutschland bisher kaum jemand gesehen, 400 Euro. Ohne jemals gesehen zu haben, was ist das? Und ne? Genepo, Joey Gellert, kann ich schon verstehen. Also da geht man nicht mal eben rein. Was ist Kakao? Kakao, wow, kenne ich auch nicht. Habe ich noch nie gehört. Googeln. Red von Jared Bowen. Und Sekumara ist Silver. Dann Abi Aribo, Koch und Amazon Royal. High End Disney oder? 100 Years of Wonder. Schauen. Ne, noch nie gehört.
Das ist Greater China, gibt da ein Disney Prism Set. Das ist der neue Mega Hype. Disney Karten, die gehen derzeit durch die Decke, okay? Also besorgen könnte ich's. Ja, ich sehe aus wie Prism. Okay. Vom Look her. Ja. Nur mit Disney. Ich glaube, die wirst du dann auch nicht mehr kriegen. Malcolm Ebioy. Rookie Multicolor und Scorers Club Bukayo. Und den Namen Scorers Club hätte er sich die Saison echt mehr als verdient. Ne? Dwight McNeil, Perisic, was haben wir hier? Ach, wir machen hier mehrere Stapel. Dann lege ich die mal lieber so. 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 Ne, den Hype haben wir verpasst. Retail-Preis von der Liste ist ca. 300 Punkte aufgrund halb 600 aktuell. Das ist echt richtig. Immer heftig. Juri Tielemans und Rodrigo Moreno. Mara Sinistera Tavernier Ramsey. Müssen wir wieder dran denken, wenn der Stream offline ist, vorm nächsten Mal einmal Kamera einstecken, ausstecken. Also das Auto aus der ersten Box, Fabian, das liegt hier. Und ein Case, haben wir auch, genau. Und da gesellt sich jetzt zu ein Purple Mojo, war eben glaube ich schon mal zu 20, weiß nicht, Taiwo Avoni. Und ein Instant Impact von Maxwell Cornet. Ja, die ist wieder zu 20, Taiwo Avoni. Dann Greenwood, Senesi, Killman. Fabinho. Multicolor Chilwell und Silver Alisson Becker. Bentancur, Nunes, Bella Kotschap. Also im Prinzip eine zu 20, ein Case-Hit. Ja, was man sagen kann, ob jetzt Spielerauswahl on point oder nicht, einfach geiler als letztes Jahr. Fertig aus. Oh, hier, das ist was für André, Alex Isak. Und noch eine Fireworks von Grealish. Christensen, Anthony Ings und Amadou Onana. Die Isak ist zu 199. Hat Nottingham Forest kein Trikotsponsor? Sieht fast so aus, ne? Die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon gestellt. Sieht sehr, sehr kahl aus. Wir geben jetzt das hier schon mal rüber. Lassen die Numbers mal eben liegen. Und gehen jetzt, hier kommt nämlich noch eine. Edze, Fernandes, Henderson, Thiago, Jesus. Habt ihr aus Büsum eigentlich Insert-Parallel oder Nummer von Albers gezogen? Ich habe noch nicht eine gesehen. Boah, habe ich mir nicht gemerkt. Müssen wir jetzt einfach genau machen. Nein, es kommt Dewsbury Hall. Dann Bissouma. Und das Auto. Paul Ince. Mega geil. Eben Rio Ferdinand. Jetzt Paul Ince. Wieder Legend Manchester United. Sehr korrekt. Und die Dewsbury Hall ist zu 175. Es geht auf jeden Fall klar, Fabian. Paul Ince. Da ist er. Plus eine 20er Avoni. Alex Isak, Jared Bowen, Kamara, Kaleidoskopic Fofana, Deep Space, Brandon Aronson und Dewsbury Hall. Schönes Auto. Forest hat einen Sponsor, aber erst seit 2023. Okay. Panini Prism, IPL Premier League Serie, können da Autogramme und Nummer. Nein! Da Kagerber, das sind einfach nur diese schönen Karten und für diesen Preis absolutes Retail-Produkt. Bedeutet, es sind so, sagen wir, exklusiv farbige Karten, die sind aber weder nummeriert noch sonst was. So, die letzte Prism für heute, dann ist das Box Nummer 4 insgesamt. Nächsten Sonntagabend. Snakeskin schon wieder. Ehrlich?
Was ist das denn? Zwei. Das ist dann zwei Snakeskin plus die Case It Garde Deep Space. Nehmen wir mit. Sinchenko, macht ihr nochmal Bundesliga Finest. Wir haben sie im Angebot, immer noch, und werden sie auch wieder kriegen, aber im Stream eher nicht. Also wir könnten nächste Woche Ostersonntag, wenn jetzt unbedingt einer möchte, die im Shop einstellen. Eieieiei. Ist sie nicht? Ist sie nicht, aber nice. Da packe ich einen Mac drum. Ich meine... Die sind nicht so viel wert, dass ein Mac... Nee. Vogel direkt reingegrätscht. Fabian, das geht auf Vogel, dass du kein Mac bekommst. Vogel direkt gesagt, nee, mach das nicht. Snakeskin Nunes und ich baue den Denkmal. Erst Master Haaland Instant Impact. Hier. Ich sehe das nicht. $8,50. Wow, Vogel direkt. Vogel holt einen immer so brachial auf den Boden der Tatsachen zurück. So richtig, mit Anlauf tritt er dir ins Genick und bricht es dir. Und lacht sich danach noch ein. Guck jeden Tag nach Haaland, Karl. Ben Pearson, Red Mojo. Und Ruben Neves, dies zu 99. Harrison, Mephram, Watkins. Vogel, es geht nicht um den Wert. Die ist voll geil. Hatten wir die? Ja, toll. James Justin und Raul Jimenez. Und dahinter eine Scorers Club. Hä? Louis Cook? Was passiert hier? Eine Prism Scorers Club Insert, eine Silver Jimenez und eine James Justin Multi. Why? Nehmt euch gerne weg, den Haaland. Ja, warte. Das mache ich davon abhängig, wie es weitergeht, ob ich das für mich... ja, ob das klar geht, mit meinem Gewissen zu vereinen ist. Das ist Albert Zambilokonga und eine Instant Impact Alex Isak. Da freut sich jemand drüber. Der jemand ist Mod bei uns und heißt André. Und dann Lerma, Martinez, Tarkowski und Richarlison. Kannst du in Discord kommen? Da wird dir das erklärt, wie man die Karten findet. Bobby Firmino. Und Lukas Fabianski plus Danny Welbeck. Dann Josh McGinn, Mykolenko, Brandon Aaronson. Der ist zu 175, der Fabianski. Der Next Swedish Superstar, der geht auf jeden Fall ab wie Schmitzkatze. Gerade in 2023 ist der gestartet wie bescheuert. Isak hat echt einen Volllauf. Dann haben wir Patrick Bamford und eine Fireworks von Weltmeister Alexis McAllister. Und dahinter wieder komisch. Wieder ein Insert, wieder Silver. Und zwar einen richtig korrekten Amadou Onana. Anders gepackt. Anders gepackt. Immer irgendwas Bonus. Ja. Aber da sagt er nicht nein. Auto hast du auch schon? Auto liegt da, Snakeskin Auto, ja. Ja, den haben wir irgendwie. Das ist aber, sagen wir mal, so wie Wolfsburgs Victor Osimhen ist Isak. Dortmund, ne? Beides echt starke Stürmer. Osimhen sogar noch besser. Aktuell zumindest. Aber Isak auch 70, 80 Millionen hat der Newcastle gekostet. Und Harvey Elliott. Stark. Sehen echt mega aus, die Karten. Aber es gibt so Talente, die kommen, dann sind sie noch nicht so weit und irgendwann kommt dann der große Knall.
Lanzini in Red und Callum Wilson Fractal. Das ist die One-of-One, die beiden Jungs gezogen haben. Damari Gray, Kulusevski, Billing. Sind ja auch alles Menschen, die brauchen auch das richtige Umfeld. Genau so ist es. Dann haben wir Jesse Lingard und hier ist Tom Kearney, Fulham. Und eine Wout Face, den haben wir ja bei Belgien in der Nationalmannschaft gegen Deutschland gesehen. Spielt, glaube ich, Stamm bei Leicester City. Isaac war leider zur falschen Zeit und da war schön, dass er mittlerweile was man sich in Dortmund erhofft hat, ja. Den hätten wir echt jetzt, würde ich den auch gerne bei uns sehen, noch in der Form. Dann haben wir Ryan Fraser Newcastle und eine Fireworks Kiefer Moore. Die Ryan Fraser dürfte ja die 49 sein, genau. Die Mojo sind zu 20, die sind zu 49. Das heißt, das und das geht drüber. Diesmal machen wir es. Was machen wir? Ne, wir machen die. Fabian, viel Glück. Was wird's? Jamie Vardy, eben war's. Ich weiß nicht mehr wer. Auf jeden Fall nichts Weltklasse-mäßiges. Moreno, Ryan Christie, Dendonka, Bernardo Silva, Andreas Pereira, Marc Cucurella, Ruben Neves und hier auch wieder drei, weil Cordoba Reed Silver ist. Snake Skin, hallo. Prinzenrolle geht an. Thomas Suchek. War das nicht eben auch West Ham oder ja, Aston Villa oder sowas? Suchek Snakeskin. Die zweite. Und Deep Space hattest du auch. Das heißt, nominell. Ich weiß nicht, ob man das wirklich dann immer alles Case-It nennt. Hättest du dann zwei davon. Gündogan. McGinn war Aston Villa, ja genau. Ream, also Aston Villa und West Ham, ja gut. Odson Edouard, Morgan Gibbs-White, Danny Ward, Eddie Nketiah. Die Numbered kommt von Vitali Mykolenko. Hier haben wir noch Armstrong und James, ich drehe um. Also kannst du nichts sagen. Die haben Nunes falsch geschrieben. Kack Panini. Ja, Touré. Nach eben war es. Das ist Legend von Manuel. Ins. Ja. Also. Autos gingen alle klar. Ich finde die Boxen dieses Jahr absolut. Ja, sehr geil. So im. Natürlich jetzt kein absolut PC. Du wolltest Darwin, kam nicht. Aber hier, ne? Erling, ja. Kannst du nichts sagen. Kannst du nichts sagen. Mykolenko 199. Und dann danke ich vielmals und wünsche dir noch einen schönen Urlaub. Melde dich sehr gerne, wenn alles soweit ist. Aber wir sind ja sowieso, was das angeht, in Kontakt. Nero. Eins oder zwei, André? Guten Abend, Dylan. Zwei. Das ging schnell. Sehr gerne, Fabian. Da wollen wir. André, auf geht's. Son, Ramos, Mudrik, Puteas, Messi. Valverde, Kaká, Musiala, Thiago, Bellingham, Lautaro, Lewandowski, Mbappé, Leroy, Foden und die Chance auf
ein Auto und somit eine Foil ist hier die letzte. Und das sieht nicht gut aus. De Bruyne, Benzema, Villa, Bonmati, Torres. Dann haben wir André. Und dann geht's echt schnell vorbei. Donnarumma, Leao. Da ist Gavi. Ein bisschen später, Junge. Gavi. Und 99er Leroy Sané. Und dann Pablo Torre, Hakimi, Torres, Edwards. Und 75er Jamal Musiala. Jetzt sag mir, du bist Bayern-Fan, bitte. Zu Musiala ist auch doch fast. Ja, Musiala 75 geht ja immer klar. 99er Leroy, 75er, schmeckt beides. Dann ist er Bayern-Fan. Ich danke dir, André. Die Musiala hätte ich auch genommen. Wir sammeln ja auch Jamal. Wer tut es nicht? Ja, bin ich ja. Perfekt. Dann läuft das doch. Vielen, vielen Dank, dass du mal wieder dabei warst. Jetzt ist Steve dran, der hat zwei Knockout. Die beiden weiß ich gar nicht, ob die sich gemeldet haben. Also Dominik ist definitiv da, Steve weiß ich. Dominik hat ja eben erst die NBA-Box geholt. Ja, ja, Steve habe ich einfach eingereiht, das war der letzte. Also da bin ich mir nicht sicher, sonst machen wir dann. Dann hole ich aber erst die Box. Aber der hat Boxbreak geholt, ne? Ich meine ja, aber wie gesagt, hat er sich nicht gemeldet. Steht auch dahinter. Steve! Wenn sich Steve nicht meldet, ja eh aufmachen. 1 und 2 bitte. Okay. Attrax Steve, 1 und 2. Könnte vom Namen her passen. Wir vertrauen einfach mal drauf, ohne Verifizierung. Und nageln 1 und 2 auf. Und dann haben wir nur noch die Cold Kings. Da machen wir First Look. Max, habe ich doch ausgedruckt, oder nicht? Jetzt bringt er mich hier durcheinander. Er wollte Hobby-Hybrid, glaube ich. Habe ich das nicht ausgedruckt? Ich habe da nur noch die Zettel. Du hast von? Dominik. Dominik O. Ja, genau. Maximilian F. Der kam noch. Hobby-Hybrid, das ja. Fehlt noch, ja. Guck ich auch aus. Der müsste noch drankommen. Richtig. Das habe ich da nicht ausgedruckt, als es geholt hat. Ich habe auch noch die... Ja, passt. Druck ich gerade aus. War irgendwie nicht dabei. Das war jetzt aber 1 und 3, oder? Ich habe nicht aufgepasst. Habe ich nicht nachgeguckt, Steve. War das 1 und 3? Ostersonntag, dann die UEFA Competitions First. Ja, Lennart, wenn wir sie kriegen, ja, aber alles gut, Hebel auf. Alles klar, sorry. Dann war jetzt gerade hier mit Origins und Max alles durcheinander gebracht. Es tut mir leid. Ich hoffe, das geht so klar. Was war denn jetzt Ostersonntag, UEFA Competitions? Ja, wenn Topsi liefert, dann ja. Aber ich würde erstmal schätzen, nicht, weil Karfreitag dazwischen ist. Und demnach nichts kommt. Samstag wird es da nicht geliefert. Ich würde sagen, da, die haben wir bis dahin nicht. Okay. Salemakers. Simacan, Vini, Barella, Aubameyang. Voll. Okay. Messi, Sova, Musiala, Szoboszlai, Guerreiro, voll. Also egal was jetzt passiert, das sind drei Foils. Tonali, Jaleno, Martinez, Leao. Adeyemi. Wir fangen in der Reihenfolge an, würde ich sagen, Steve. Auf geht's. Salah. Grimaldo. Bentancur.
Und das Haupthaar gehört zu 49. Das ist das Auto, weil es ist immer das Auto von ihm. Alex Grimaldo. Benfica. Wunderschönen guten Abend, Mahoney. Mach auf euch, öffne mein Feierabendbier, dann lass es dir schmecken. Bei uns dann erst wieder nächste Woche Ostersonntagabend mit Kaltgetränken. Reece James, André Silva, Julian Alvarez, Erling Haaland und 49er Mbappé. Und dann Marquinhos, De Bruyne, Mahrez. Und zu 10, den hatten wir doch eben exakt so zu 10. Also nicht 9 von 10, aber Bentancur zu 10. Oder täusche ich mich jetzt? Das heißt, wir haben zweimal die zu 10 Bentancur gezogen. Grimaldo Auto, Bentancur zu 10, Mbappé. Also, Steve, ich bitte dich. I bid you. Freue mich schon auf heute Abend. Dreimal Bayern Box und sechsmal BVB. Ja, gönn dir, Maulwurf. Viel Glück. Und dann die Knockout. Guter Start. Nummer 2. Reece James, Sova, Musiala, Julian, Kolomoani. Folie. Bin ich denn noch einigermaßen völlig oder geht es geht dem Ende entgegen? Wir sind online seit 3 Stunden und 11. Folie. Du wirst doch wohl nicht. Hakimi, Jaleno, Lautaro, Leao. Erling. Er wird. Stark. Gut, dass Tino die 3 gesucht hat. Gut, dass ich mich vertan habe. Und dann Elliot, Rodrigo, Jutgla, Kamada und Zimbabwe. Leroy, Dzeko, Brandt. Harry Kane 99. Messi, Marquinhos, Szoboszlai. Rafael Leao Auto zu 49 und ein Grimaldo Auto zu 49. Zwei Boxen, zwei Autogramme. Und dann Tonali, De Bruyne, Mahrez und der Rookie Kamal Sova, Club Brügge. Zweimal. Zwei aus zwei. Da brauchen andere 6 für und sie nicht. Steve, kann man so machen. Ich danke dir vielmals fürs Mitmachen. So, jetzt haben wir, um einmal ins Produkt zu finden, Dominik, du kommst hier nach dran mit deiner Court King. Aber der First Look, sehr schön, ich danke euch sehr, sehr gerne. Der First Look, der kommt von uns. Das ist die neue NBA Court Kings. Ein Autograph and one Memorabilia Card. Jason J, vielen, vielen Dank für dein Prime. 10 Karten insgesamt. Es gibt verschiedene Level. Ein Auto, ein Memo. Wir schauen es uns mal an. Was? Collect? Also Leute, Origins, ne? Komme ich immer noch nicht drauf klar. Was war das bitte für ein Case? Am Ende mit Tiger Eye Booklet. Bitte, können die auch so sein? So, wir erweitern unsere NBA-Sammlung. Boah, die Box ist auch mal schön, ne? Gefällt mir. Jetzt kommt die One of One. Im First Look nehme ich die. Danach dann... Ein Pack. Ja, das ist immer heftig. Ein Pack, paar Karten, 300 Euro. Ich würde sagen, wir machen was. Wie immer, oder? Sind definitiv noch dünner. Ja.
Jalen Green. Das ist so Canvas. So matt, noppig. Wie so gummiert. Kate Cunningham. Nehme ich. Ich glaube, die ersten drei sind Base. Sagt er. Und das sieht irgendwie ein bisschen. Obwohl, ne. Ja, könnte. Anfernee Simmons. Und dann gibt's well, sieben, was auch immer. Ach, so Kermit. Schön. Und achtet auf die Ecken. Whitening nix. Ist schon gut. Ist das jetzt schon? Steph Curry, hier ist die, das ist wie bei Origins, die Schrift und das Zeichen anders foliert. Allerdings not numbered. Das war die vierte Position bei Pac-Man auch. Das ist dann irgendwie, ob das Blue oder so, Goldfoil, genau. Mach's gut, Tim. Spiel auf jeden Fall on point. Rookie. Das Auto. Das ist schon das Auto. Rookie Auto Moussa Diabaté, Los Angeles Clippers. Zu 199. Jetzt bräuchten wir die Rookie Ladder. Ist hier nicht drin. Ist in der Rookie Ladder nicht drin, das heißt, kein guter Rookie. Befürchte ich. Da auch keine Rückmeldung kommt, sieht das alles danach aus. Der ist leider nichts, ja. Hm. Habe ich mir gedacht. Dann Rookie Expression. Oh, das ist Vollbuch. Dyson Daniels. 10 Dollar Karten. Ja, ist gut. Dyson Daniels. Einfach auch wieder Standard Weiß. Court Kings ausgeschnitten. Pelicans. Graffiti dahinter. Ja. Das ist das Rookie-Logo als Graffiti, ja, ne? Ja, sieht so aus, stimmt. Das hat... Jetzt ist die Frage, die letzte ist das Level, ne? Das ist dieses Watercolored oder so. Und zwar vom Ant-Man. Wasser... Cool-Lids gibt's gar nicht. Gemalt wie Wasserfarben. Hm. Das eine war zu 199. Okay. Das Auto. Ja, okay. The Ant-Man Watercolor. Und das hier müsste jetzt das Level sein. Okay. Da kommen aber noch zwei. Dann drehe ich doch nochmal so. Jalen Williams, Rookie, Works in Progress. OKC, so eine Mischung aus gemalt und Foto. Mhm. Und das hier. Wie viele Designs die immer haben, Panini. Ist auf jeden Fall ein Rookie. Da kommen noch zwei Karten. Mhm. Machen wir erst den. Patrick Baldwin. Also, jetzt haben wir uns verraten, das ist ein Rookie von Ty Washington Jr. Ich glaube auch nicht das beste Rookie. Ich glaube, die Box ist richtig Schrott. Und Baldwin ist Level 2. Okay. Und es gibt Level 1 ist so, dass erst. 1 ist gängig. Mhm. Rookie Patrick Baldwin. Ich glaube, das war nicht die beste Box. Bis jetzt sehr nüchtern leider. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das war nicht die beste Box. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, First Look gehört dazu. Kann ich immer wie bei Origins klappen. Wir haben 1, 2, 3 Base plus diese, wo die Folie unten sitzt. Baldwin Jr. ist Level 2.
Rookie Dyson Daniels auch ziemlich Standard. Das Auto war gar nichts. Jalen Williams, wahrscheinlich, weil es der Endman ist. Ja. Packen wir weg. Mund abputzen, weiter geht's. Wer hat die? Hast du schon Dominik, ne? Dominik, ja. Genau. Dominik, du darfst dir eine Box aussuchen. Eine schlechte habe ich dir jetzt schon mal rausgeholt. Aus den vier, bitte. Der Tai war Level 1 noch. Zwei Level. Stimmt. Ist korrekt. Also eine Level 1 und eine Level 2. Naja, Antrikos, danke für 10. Er nimmt die 2. Ja, Design passt gefühlt immer bei Panini. Design ist absolut Endstufe, ja. Wie wir schon gesagt haben, waren Panini-Serien, die designtechnisch nicht überzeugend und qualitativ durchfallen, sieht man ganz selten. Dominik, wir liegen rein. Vielen, vielen Dank. Und auf, dass es besser wird als bei mir. Die geben wir dir dazu. Also ich glaube, die Base-Karten, die gehen wir einfach so durch, ne? Jalen Brunson. Deante Murray. Eine darf ich noch. Und dann kommt diese Joel Embiid. So, ab jetzt würde ich sagen, ich sleeve dir das eben. Jetzt kommt ja diese, ne, wo ich nicht mehr weiß. Man sieht die Folie, weiß aber sonst nichts. Dann müsste schon das Auto kommen. Red diesmal. Scotty Barnes. Die ist numbered. Oh, die, da oben, ja, die ist nummeriert. Ich glaube, war die eben nicht. Nee. Scotty Barnes zu 149. Also sind wir schon mal voraus. Wie gesagt, jetzt wahrscheinlich schon das Auto. Deswegen. Doch, wir machen es. Wir gehen so durch. Es ist quer. Ja, das ist ein deutlich besserer Rookie. Ochai Agbaji, den hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal. Hatten wir nicht von dem Kollegen eben das Booklet? Zu 99. Agbaji. Ich guck mal, ob das eine History war. Ne, das war ein Booklet, ja. Ach, ja. Ja, hatten wir. Agbaji. Also sogar ein niedriger nummeriertes von einem besseren Rookie. Mhm. Boah, da haben wir richtig reingeschissen. Passiert. Ja. So ist das wohl. Dann, was passiert hier? Ganz, ganz sein, bunt. Oder? Ja, echt. Ja, das ist Darius Garland. Die sieht heftig aus. Art Nouveau. Was für ein Bild. Neue Kunst heißt das, oder? Art Nouveau. Frei übersetzt für alle Franzosen unter euch. Boah, also deutlich geilere Box. Kann gern so weitergehen. Jetzt müsst ihr ja noch diese Wendell Moore Jr. Work in Progress. Ich bin gespannt, wie das noch weitergeht, Dominik. Drück dir die Daumen. Drei Stück noch. Colin Sexton Maestros, die hatten wir eben nicht. So, und dann kam zwei Level. Beziehungsweise dieses Water-Dingen kam bei mir. Ja, dafür.
Dafür war wohl jetzt Maestro. Ja, das kann sein. Rookie. Jake. Laravia. Level 1. Nee. Aber Kartendesign. Absolut gestört geil, oder? Davon ein Erling. Boah. Das ist mächtig. Was ist denn dann Level 4? Bis 4 geht das. Das ja. Ding kann fliegen. Und Rookie. Yo. Banchero Level 4. Oh. Number 1 Pick. Alter, im höchsten das Level. Das ist das Beste, was es gibt, oder? In der, ja. Das ist absolute Endstufe. Ja, das ist Mac. Das ist Mac. Rookie Pick Number 1 im höchsten Level. Ja. Puh. Kannst du. Ja. Direkt mal 130 öffnen. Wie soll ich da schreiben? Level? Mach. Court Kings, Banchero. Hier ist Level 2. 70 US-Dollar. Mehr gibt's bis jetzt. Es gibt nur Level 2. Okay, ist jetzt verkauft. Okay. Level 1 läuft. Ja, gibt noch keine Verkäufe. Da komme ich ja wieder genau richtig zu den. Boah. Das Monstrum. Ja. Achtet auf die hier. Einfach mal Number 1 Pick im höchsten Level. Also besser wird's nicht in der Serie. Das ist bei den Rookie-Karten das ja. Höchste aller Gefühle. Also Level haben wir durchgespielt. Jetzt müssen in den nächsten Court Kings Boxen, die wir öffnen, die Autos, Patches und so ballern. Aber das ist ja, mehr geht nicht. Was machen die für Designs bitte? Mit ziemlicher Sicherheit auch ja. Rookie of the Year. Ja. Ja, das ist so ein Ding, Dominik. So eine halten. Dicke, ja. Einfach behalten. Ja, das boah, die Box war aber. Die hat unsere Box gefistet. Brunson, DeJounte Murray, Joel Embiid. Ein Rookie Work in Progress von Wendell Moore Jr. Scotty Barnes war nummeriert zu 149. Die Level 1 sah schon mega gut. Jake LaRavia. Dann haben wir einen Rookie von Ochai Agbaji zu 99. Diese wunderschöne 8 Nouveau Darius Garland. Maestros Colin Sexton. Und Paolo Banchero Number 1 Pick Rookie Level 4. Boah. Da hast du es uns aber gezeigt, Dominik. Geil, geil. Vielen Dank, dass du noch reingegangen bist. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und Box kommt auch mit. Dann haben wir jetzt noch als allerletzten, bevor wir dann noch unsere Lights Out öffnen und dann beenden, Maximilian mit 1 oder 2 Origins H2 Hybride. Zeig uns, wie das geht mit einem Auto aus der Serie. Und vielleicht hier drin ja, nachdem wir eben die Tiger Eye hatten, ich wäre für Snake Eye. Die 1 bitte, alles klar. Maximilian, dann vielen, vielen Dank. Ich drücke dir die Daumen. Gibt es am Ostersonntag dann auch Panini Contenders NBA? Kann ich dir nicht mal sagen, ob ich das vorbestellt habe. Ich glaube, ich habe es bei Origins Hobby H2 und Cold Kings gelassen. Wann war oder wann ist Contenders Release, Smallie Biggs? Contenders, ist das nicht diese Rookie-Ticket eben? Stimmt, das ja, könnte. Die nächste Woche Donnerstag, dann könnte es sein. Ich habe echt viel vorgestellt und weiß nicht mehr genau was. Listen würden helfen. Wir gehen rein für Maximilian. Dann noch unsere Lights Out und dann haben wir es für heute. Jetzt erstmal wieder diese wunderschönen Origins. Aber um die so zu beenden heute,
ich nochmal schließe. Sadiq Bey, ich würde sagen, wir machen erst. Da geht's wieder los. Direkt Rookie Action. Usman Dieng. Ja Morant. LeBron James. Hier. Seht ihr diesen Unterschied in der Folie oben? Jaren Jackson Jr. ist zu 175 und eine Katapult Dominic Wilkins. Das ist definitiv mal oldschool. Zack. Die Number Jaren Jackson Jr. Dann zauber gleich mal so ein Frame. Ja, es wird echt Zeit. Aber ja, ich will es gar nicht laut aussprechen. Ich will es doch gar nicht laut aussprechen, Kiko. Dominic Wilkins. Komm, ey. Gib uns noch so einen Snake, dann haben wir NBA-technisch heute alles erreicht. Spencer Dinwiddie. DeJounte Murray. Da haben wir Wendell Moore Jr. Keldon Johnson, Jason Tatum und Nucleus von Paul Pierce, Kevin Garnett und Ray Allen. Celtics. Die Sleeves gehen mir so auf den Sack. Vogel, bringst bitte Regular mit. Die hier sind ja absolut zum Kotzen. Die sind zwar perfekt fit, aber du kriegst die Dinger da so schlecht rein. Mag ich auch nicht. Da haust du dir nur irgendwelche Kanten in die Karten. Da fummelst du dich kaputt. Machen wir es lieber so. Das geht deutlich besser. Hier sind die drei. Wendell Moore. DeJounte Murray und Dinwiddie. Steph Curry. Paolo Banchero, Number One Rookie, haben wir eben ja gesehen. Wobei den Top keiner mehr von Dominik. Darius Garland. Chet Holmgren. Auch, glaube ich, einer, der massiv performt, habt ihr letztes Mal gesagt. Jordan Poole. Und Euphoria von Kawhi. Der hat wahrscheinlich die beste Lache im ganzen Business. Irgendwie so. Gibt Videos von dem, müsst ihr euch mal reinziehen. Schönen guten Abend. Was wurde Willis aus Lights Out gezogen? Nichts Lowes. Ja, ich glaube, nichts niedriger als zu 50. Kein Frame. Wahnsinn. Super hart durch. Holmgren spielt leider gar nicht, da verletzt. Aber war Number 2 Pick. Okay. Holmgren. Ich glaube, nächstes Jahr die NBA-Produkte werden teuer. Ja. Wegen Wambanyama oder wie er heißt. Trevor Keels. Der Ant-Man. DeMar DeRozan. RJ Barrett. Da ist nochmal Christian Wood 115, wir hatten 175 und Taking the Leap Jeremy Sochin. Das als Insert. Numbered. Steph. Der Endman. Und das gebe ich schon mal rüber zu Vogel, Maximilian. Und dann hast du noch zwei Packs. Komm, zeig uns das mit dem Auto oder dieser schittigen Snake. Als wäre das so einfach. Ne? Joel Embiid. Brandon Ingram. Nikola Jovic. Jaden Ivey. RJ Little. Und Anthony Davis. Catapult. Der Hype von ist so groß, das zeigen die sogar Spiel in dem Start und mal geben den Fick was. Oh wow, ja, das ist echt heftig, der Typ, ey. Der hat Arme wie ein
Er ist echt heftig. Und der ist ja dazu sogar noch recht dynamisch, obwohl er so groß ist. Er kann sich schon noch bewegen. Bin gespannt. Letztes Pack. Für Maximilian. Wir haben Kate Cunningham, Dalen Terry, Isaiah Mobley, Zach LaVine, Jalen Williams und es ist eine 7 of 25 Oregon's Catapults von den Cavs, Donovan Mitchell. Kein Snake. Das wäre es zum Finish gewesen, Maximilian. Und ihr seht, es stehen Autos drauf, aber in Hobby H2 schwer. Möglich, aber schwer. Basketball auch echt guter Sport. Schade, dass wir haben wir sowas. Hier gibt es keine Nerven, wenn er locker alle heißt. Ja, das glaube ich auch. Ich danke dir vielmals. Gehe nochmal durch. Wir haben den 25er Mitchell, Anthony Davis, 115er Wood, Sorgen, Euphoria, Kawhi, 105, was haben wir hier? Auch 15, also Jaren Jackson Jr. und Dominic Wilkins. Das hier, keine Ahnung. Sollen die aussuchen? Ja, würde ich sagen, wenn ihr wollt. Ich fühle mich auch immer auf, je nachdem, wie es läuft. Möchtest du an der Seite 1, 2 machen? Auf jeden Fall würde ich mal aufmachen, ja. Ja, okay. 1 hatten wir im First Look. Ich würde sagen, wir machen 4. Ihr sucht aus. Ich mach 10 Stück, ihr gebt 4 Zahlen. Und von 4 verschiedenen Leuten nehmen wir die Zahlen. Also jetzt dann in der Reihenfolge suche ich raus. 2 Snob, 3 Erik, 1 Flo und 5. Das ist komplett aus der ersten Reihe. Alles klar, dann gehen die wieder weg. Die nehmen wir uns auf fürs nächste Mal. Jetzt geben wir Vogel davon, die beiden in der Mitte. Wenn er den Frame zieht, ist es off-cam. Könnt ihr euch schön beschweren. Ja, und dann haben wir insgesamt 5 Lights auch geöffnet, nachdem wir eigentlich schon eine PC-Karte heute hatten und die leider die einzige war, hier so eine Reifenspur. Seht ihr das hier? Das war schon, also das ist schon keine Scratches mehr. Printline meine ich. Das ist schon drüber. Also Vogel öffnet nebenan, sagt dann Bescheid, wenn es richtig knallt. Ansonsten wäre ich einfach dafür, dass jetzt mal irgendwas niedriger, das wäre schon mal ein Anfang. Also ich kann euch sagen, Vogel hat nicht geschrien, ich glaube, er hatte Filler drin. Ja, ich hatte Filler. Folien erkennt man? Wir haben auch Filler drin. Folien erkennt man und spürst du in der Hand eigentlich. Ja. Also. Straw, Sergeant, Scuderia Alpha Tauri, Lando Norris und Lando Norris. Das fühlt sich nach einem an, das fühlt sich nach einem an. Die beiden sind's. Ja, die hätte ich genommen, Erik. Daravula, Williams Racing, ja, fühlt man das total. Die ist cool, die behalten wir. Verstappen, eine Personal Collection Karte, die kommen dahin. Wir zählen durch, Vesti und Fittipaldi. Dann haben wir Ocon, Schumacher, Zhou, Vettel und Alonso. Okay, gehen wir in die nummerierten aus Box. Also, First Look mal ausgeklammert, 1 hier. Gerne direkt, okay. Zweite Personal Collection Karte. Zweimal Max. Sergio Perez. Zhou. F2 99 Drugovic. Ja, geil. Ja. Nicht schön. Drugovic. Ja, dritte Personal Collection Karte und selbst das ist schon mal gut. Lawson, Tsunoda. Und wir gehen höchst nummeriert rein. 150 Zhou. Also 99 und 150 Zhou und Drugovic. Bin ich überhaupt nicht mit einverstanden.
75er Hamilton hätte ich auch genommen. Siehst du ja? Super hard to hit. Vogelsnummerierung? Beide 99, beide 27 von 99. Okay, Vogel hat so eine typische Box. Besonderes. Lando und hier Aston Martin. Beide 99 und ihr habt es wahrscheinlich gehört. Beide 27 von 99. Pappen. Diese fucking Frames, ey, irgendwann muss doch so ein Ding aufschauen. Ich meine, wir haben dann heute vielleicht 15 Boxen geöffnet, das wäre vielleicht ein bisschen viel verlangt, ja. Aber ich meine nur grundsätzlich, irgendwo müssen sie ja sein. Pappen. Fucking Pappen. Ja, schon dafür, dass eine Naumat für uns ist. Ja. Wie war nochmal der Name von den Panini NBA Boxen? Origins Hobby haben wir heute geöffnet. Origins H2 Hobby Hybrid und Court Kings, wo wir Banchero Level 4 für Dominic gezogen haben. Doohan, Sainz, Magnussen, Hauger. Die beiden. Boah, dann gehen wir da echt raus und die niedrigste Nummerierte in allen Formel 1 Boxen war eine 75 oder eine 50. Die beste für uns war kaputt. Und die beste für uns war kaputt. Das war dann, also das war dann nicht schön. Das muss man dann wirklich sagen, ne? Du musst direkt irgendwie eine 10, 15, dann hast du die Chance 2 davon zu ziehen. Bottas, Joe, Tsunoda. Dann bitte jetzt eine 5, 10 oder 15, sagt Vogel, müsste es sein. Vettel, Iwasa, Zhu, Tsunoda. Das sieht gar nicht gut aus. Das ist 99er Kevin Magnussen. Und bei dir? 150 Magnussen. 100, nee, Bottas 150 es. Bottas. Nichts mitgenommen. Eieiei, das ist wieder die Farbe, glaube ich. Lawson, Leclerc, Boucher, 99er Hamilton-Vogel. Das geht klar, das ist doch das, die Karte, die das wir die, wollen. Die ich wollte. Zufrieden. Der letzte hat geregelt. Eine Number für unsere Personal Collection. 99er Lewis. Auch noch der, der mit dem Finger auf uns zeigt. Vogel mit Sergio Perez. Ich mach das mal andersrum. Richtig rum. Du machst das immer falsch. Das ist mein richtig rum. Und den unfassbaren Valtteri Bottas. Das heißt, wir kommen nicht unter 50. Nee, ich glaube nicht. Alter, das ist ja voll kacke. Bottas 150. Perez 99. Magnussen 99. Norris 99, Aston Martin 99, Zhu 150, Drugovic. Junge, Junge, Junge. Aber, das kommt kurz hier drauf, positiv. Hast du Base für uns ausgesucht? Ja, einfach Base. Ja. Eine Lewis Hamilton zu 99, die ich mit Kusshand nehme. Ja. Plus die paar Personal Collection Karten. Halt mal fest, First Look. Formel 1, puh, also ich warte immer noch auf Frames, wir werden es weiter testen, wir haben ja noch mehr als genug, um das Ostersonntag wieder zu testen, plus viele, viele andere Boxen, haltet euch den Ostersonntag auf jeden Fall frei, das wird ein richtig geiler Stream. First Look H2 Hobby Hybrid Origins war mega, einfach eine geile Set, unsere Court Kings NBA First Look war reingeschissen as fuck, also richtig. Kiku ist auch unzufrieden mit, es gibt kaum was Niedriges und keine Frames. Hm, trifft es echt gut. Ich überlege auch die ganze Zeit. Dafür war die Court Kings von Dominic brachial gut. Mit dem Banchero Level 4. Plus dem ganzen anderen Gedöns. Wir haben eine Wahnsinns Origins gesehen mit Booklet und. Hat mega Bock gemacht. Wir hatten einen bunten Mix heute wieder. Und der Mix wird nächste Woche Sonntag noch wilder. Plus Open End plus Kaltgetränke, das wird gut. Ich freue mich sehr drauf.
Wir werden in der Woche bis dahin nicht streamen, weil Vogel und ich durch die Erkältung auf jeden Fall uns auch mal ein bisschen Pause gönnen wollen. Und wir einfach nebenbei mit dem Shop immer recht viel zu tun haben. Plus, wir müssen nochmal das Büro überstreichen, die letzten Feinarbeiten machen, bevor dann langsam die ersten Sachen kommen und man anfängt, in die Detailarbeiten zu gehen. Wisst ihr Bescheid? Ich danke allen fürs Zusehen, danke allen fürs Teilnehmen, danke allen fürs Zusehen, für die ganzen Subs, für euren Support. Wird es am Sonntag die Möglichkeit geben, on-stream zu kaufen? Es könnte sein. Je nachdem, was wir und wie viel wir über die Drops in der Woche, die bis zum Sonntag dann ja gelten, zusammenkriegen. Aber you never know. Da es natürlich viele verschiedene Boxen sein werden, von Museum bis Bellingham, was weiß ich was. Mal gucken. Also macht euch ein schönes Wochenende. Vor allen Dingen viel Spaß beim Fußball. Ob man da morgen Spaß hat, weiß ich noch nicht. Ich hau jetzt noch das Auto rein. Wir sehen uns, wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.